König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute zusammengefunden, um mit euch den dritten Band des Dunklen Turms zu besprechen. Und dazu habe ich mir nicht nur wie immer den wundervollen Jonas eingeladen. Hallo Jonas. Guten Abend. Sondern auch einen ebenfalls wundervollen, mittlerweile fast Stammgast, den Hendrian. Hallo Hendrian, schön, dass du da bist. Direkt von der Ersatzbank des Podcasts. Hi. Und wir haben natürlich auch den Billy Bumpler dieses Quartetts, den Flo. Oh. Hallo liebe Hörerschaft, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, wir wollen heute über den Dunklen Turm reden. Der dritte Band heißt Tod. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich hier die Meinungen entwickeln. Deshalb gehen wir gleich direkt in die Sache rein. Flo, du hast doch sicherlich eine zeitliche Einordnung für uns. Ja, es hat wieder eine ganze Zeit gedauert, bis wir zurückkehrten in die Welt des Revolvermanns. Zwischen Schwarz und Drei lagen 5 Jahre. Und auch der Weg zu diesem Buch war jetzt nicht ganz so einfach. King hat 1990 geschrieben, in einem Buchhändlerkatalog. Ich beschließe, mich an die Arbeit zu machen und den dritten Roman zur Serie des Dunklen Turms zu schreiben. Tod. Es wird der einzige Fantasy-Roman im Jahr 1990 sein, hoffe ich, der entsprechenden Zug aufweisen kann. Er hatte nicht recht, denn das Buch hat so lange gedauert, dass es dann erst 1991 erschienen ist. Und King hat auch hier im Nachwort gesagt, dass es ihm immer schwerer gefallen ist, die Türen in Rolands Welt zu finden. Und es scheint immer mehr Fummeln nötig zu sein, jeden neuen Schlüssel in jedes neue Schlüsselloch zu bekommen. über diese Analogie werden wir heute wohl ausführlich reden müssen. Das Buch ist, wie gesagt, 1991 dann erschienen. Im Original hat es den Titel The Wastelands, in Deutsch Tod, Punkt. Also der Punkt ist ein Teil des Titels. Ja. Eine Frage habe ich noch. War es jetzt tatsächlich in diesem Jahrzehnt dann das einzige Buch mit einem sprechenden Zug? Ich glaube, also Jahrzehnt nicht, in diesem Jahr. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich glaube, er könnte Glück gehabt haben, ja. Okay. Lieber Jonas, du hast doch bestimmt eine Inhaltszusammenfassung für uns. Die habe ich. Allerdings, da das Buch etwas wirr war, habe ich mich echt schwer damit getan. Deswegen habe ich einfach die Inhaltsangabe aus dem King-Wiki übernommen, kingwiki.de und unter der Lizenz CC BY NCSA. Am Anfang von Tod verlassen Roland, Eddie, ein ehemaliger Junkie aus New York City, und Susanna, eine Symbiose der beiden Charaktere aus der schizophrenen Odetta und Detta, das westliche Meer und betreten einen großen alten Wald. Roland lehrt Eddie und Susanna die Grundregeln des Revolvermantums. Beide lernen schnell, und das müssen sie auch, denn sie werden von Shardik, einem uralten, gigantischen Bärroboter, angegriffen, der vom alten Volk damit beauftragt wurde, ein Portal des Balkens zu beschützen. Alles in allem gibt es 12 solcher Portale in Rolands Welt, die alle von einem anderen Tier bewacht werden. Diese Portale sind zeitgleich Anfangs- und Endpunkt von 6 Balken, die fast unsichtbar, aber nichtsdestotrotz mächtiger als vieles andere auf der Welt, in ihrer Mitte zusammenlaufen und dort den dunklen Turm stützen. Sie besiegen Shardik schließlich, indem sie die Antenne auf dessen riesigem Kopf abschießen und folgen dem Balken zum dunklen Turm. Roland hat in der dritten Tür in 3 den Mann getötet, der den jungen Jake vor ein Auto stoßen sollte, bevor er selbst ihn genau davon abgehalten hat. Das löst ein Paradoxon in Rolands Geist aus, das schlimmer zu sein scheint als seine fast tödliche Blutvergiftung am Strand des westlichen Meers. Er hatte Jake in dem Rasthaus in der Moraine-Wüste aufgeschnappt und mit sich genommen. Jetzt hat er Jack Maud, Jakes Killer, von dem Mord an dem Jungen abgehalten, weswegen Jake niemals auf den Revolvermann getroffen ist. Trotzdem hat Roland noch die Erinnerung an den Jungen. Und der Junge erinnert sich an Roland.
Er weiß aus irgendeinem Grund, dass er eigentlich tot sein müsste, es aber nicht ist. Ziel- und wahllos streift er wie ein Untoter durch New York und findet schließlich die Rote Rose. Ein mächtiges Sigul, das hinter einem Bretterzaun auf einem unbebauten Gelände mitten in New York steht. Jake merkt, dass diese Rose das Gute symbolisiert, vielleicht sogar das Gute selbst ist, und begreift, dass er sie schützen muss. Denn die Rose ist in Gefahr. Schließlich betritt Jake ein altes, verwunschenes Haus, das schon ewig den Ruf eines Spukhauses hat. Gleichzeitig betritt Rolands Kathet einen Dämonenkreis in Midwelt. Susanna kümmert sich nicht gerade damenhaft um den dort hausenden Dämon, während Roland es am Ende schafft, mit Hilfe eines Schlüssels, den Eddie geschnitzt hat, die Tür zu Jakes Welt zu öffnen. Der Junge wird von einem Dämon, der das Haus selbst zu sein scheint, gejagt und fast getötet. Doch Roland gelingt es letztlich, Jake in seine Welt herüberzuziehen. Wieder vereint in Midwelt reist die Gruppe weiter entlang des Balkens. Jake findet einen Billy Bumpler, ein hundeähnliches Tier, das über sporadische Sprachfähigkeiten verfügt. Er nennt ihn Oi. Oi. Gemeinsam erreichen sie Loot, eine große Stadt, die Eddie an sein New York erinnert, allerdings nur, was die Größe angeht. Denn die Stadt ist völlig zerstört und heruntergekommen. In ihrem Innern kämpfen zwei widerscheidende Gruppierungen, die Grauen und die Pubes, gegeneinander und das Kathet wird in diesen Krieg mit einbezogen. Jake wird entführt und später wieder gerettet und das Kathet schafft es schließlich an Bord von Plane Demono, einer vergessenen, aber höllenschnellen Einschienenbahn, die verfallene Stadt wieder zu verlassen. Doch jenseits liegt nur das öde Land. Und auch Plane will das Kathet töten, wenn es ihm nicht gelingt, ihm ein Rätsel zu stellen, das er nicht lösen kann. Und so beginnt ein eigentümlicher Wettstreit bei mehreren hundert Meilen die Stunde. Mit diesem Wettstreit endet Tod und stellt damit den gemeinsten Cliffhanger der Reihe bisher dar. So viel dazu. Wunderbar. Vielen Dank, Jonas. Und wie gesagt, vielen Dank auch ans TeamWiki. Ihr macht tolle Arbeit. Und wenn irgendjemand ein Problem mit der Verwendung hat, dann bitte ein kurzes Handzeichen an uns und wir versuchen, deine Lösung zu finden. Ja, man merkt aus dieser Inhaltsangabe ja auch, wie geradlinig diese Geschichte ist und wie einfach strukturiert. Und ich würde sagen, wir fangen besser mal ganz am Anfang an, weil sonst blicken wir da gar nicht durch heute. Genau, also ich würde auch sagen, wir machen die Charakterentwicklung tatsächlich so, wie wir durch die Szenen gehen. Weil, ja, stimmt ihr mir dazu? Ja, oi. Ja. Aber bevor wir das machen, wollte ich ganz kurz nochmal eine kleine Einordnung für euch machen zu den letzten vorhergehenden Teilen. Wie gesagt, Der Dunkle Turm ist eine Serie. Wir haben über Schwarz und 3 ja schon gesprochen, teilweise auch recht gut. Hendrian, du hattest mit dem Turm so an sich noch keine Berührungspunkte, ne? Nee, ich habe nur beim Nachhören eurer Folgen festgestellt, dass ich den zweiten Band im Regal stehen habe, aber nie gelesen. Mhm, okay. Wie ging's dir denn jetzt so grundsätzlich, eben ohne diesen eigentlichen Roman oder die eigentliche Reihe dahinter zu kennen? War es für dich schlimm verwirrend oder kann man da trotzdem Spaß dran haben, obwohl man den Kontext nicht hat? Oder haben dir unsere Folgen tatsächlich so viel Kontext geliefert, dass es gereicht hat? Ich habe eure Folgen erst nach dem Buch gehört. Okay. Hatte aber gar keine Schwierigkeiten reinzukommen. Das hat super funktioniert. Okay, das ist cool. Auf jeden Fall. Auch wenn natürlich viele Sachen klarer wurden, wenn man weiß, worum es geht. Aber man braucht es nicht, um es zu verstehen, finde ich. Okay. Da habe ich eine Frage zu. Und zwar, ich habe das Hörbuch konsumiert und da gibt es eine Zusammenfassung der das, was bisher geschah am Anfang. Gab es das bei dir auch im Buch oder ist es nur ein Hörbuch-Feature? Da habe ich eine Lösung für dich. Es gab, als die Bände, ich glaube, 5, 6, 7 rauskamen, die kamen ja relativ kurz hintereinander, gab es eine Neuauflage der ersten Bände. Und in diesen gab es eine große, neu geschriebene Einleitung und auch eine Zusammenfassung. Okay. Genau. Aber das ist bei dem Turm sowieso immer das Problem eben mit den Versionen, dass es da überarbeitete Versionen gibt und dann mal wieder nicht. Und ja, ist alles ein bisschen durcheinander. Aber ich denke, man kann damit trotzdem ganz gut leben.
bewegen sich quasi die Bücher fort. Die Zeit ist kaputt. Sagen wir einfach, die Zeit ist kaputt. Oi. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich in den Inhalt. Wie gesagt, die Charakterentwicklung machen wir so, wie es uns einfällt. Ja, wie findet ihr denn jetzt erstmal dieses Wiederreinkommen in diese Welt? Ich meine, wir hatten in den vorhergehenden Teilen ja schon die Wüste und diesen putzigen Strand und so weiter. Jetzt sind wir im Wald. Faszinierend fand ich hier eigentlich an der ganzen Sache, das hat für mich so hell und so fröhlich gewirkt. Und gar nicht so wie der tiefe, böse, dunkle Wald, den man eigentlich hätte erwarten müssen in diesem Szenario. Das ging mir genauso. Also ich hatte so einen Frühlingswald, wo die Sonne durch die Blätter scheint im Kopf. Schön Moos und ein paar Blümchen. Trotzdem fand ich diese ersten Szenen mit dem Quartett ein bisschen zäh. Aber spätestens als der Bär aufgetaucht ist, mochte ich den Wald dann doch ziemlich. Ja, ich habe grundsätzlich selten negatives Gefühl bei Wald, deswegen hier auch nicht. Aber ich habe eine Weile gebraucht, bis ich wieder im Buch drin war und in der Geschichte, weil ich vieles wieder vergessen hatte von letzten Teil. Aber das kam dann alles wieder, weil es gab ja immer wieder Anspielungen und Rückblenden und so, das ging ganz gut. Mhm. Naja, was ich halt glaube, ist auch, dass man diesen Wald so als so positiv empfindet erstmal. Moment. Ich muss niesen, Moment. Oi. Ich glaube halt, dass man diesen Wald als so positiv empfindet, weil man ja eben im Kontext dieser Bücher erst aus so völlig lebensfeindlicher Umgebung kommt. Und der Wald so ein bisschen auch erstmal eine Erlösung verheißt und Ruhe. Aber wir gleichzeitig diesen Kontrast haben, dass wir einen Roland haben, dem es relativ beschissen geht. Und eben direkt in relativ schneller Folge dann diese Bedrohung durch diesen lustigen Bären. Und diese Trainingsszenen, sag ich mal, als Susanna da das erste Schießtraining hat und so weiter, da muss ich sagen, habe ich auch noch ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt. Aber in dem Moment, als es dann das erste Mal wirklich zu einem Kampf kommt, habe ich auch für Susanna das erste Mal ein Gefühl bekommen. Denn mit ihr hatte ich ja in den ersten Teilen noch ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ja, also dieses Training, das ich fand es halt ein bisschen seltsam, weil von wegen dieses ganze Mantra, was da gelehrt wird, schieß nicht mit deiner Hand, sondern mit deinem Herzen und so. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich drauf einlassen konnte. Weil ich wirklich akzeptiert habe, okay, das Revolvermantum ist nichts Erlerntes, was man tut, sondern es wird ja auch von geborenen Revolvermännern gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt dieses Fantasy-Element, dass man halt, wenn man als Revolvermann schießt, nicht als man selbst, man auch immer trifft, was man treffen muss. Und ja, es hat eine Zeit gebraucht, bis ich mich darauf einlassen konnte. Was ich an der ganzen Sache ganz hübsch fand, und das ist für King ja eigentlich untypisch, und auch eben in diesem klassischen Fantasy-Setting, ich habe immer das Gefühl gehabt, und ich weiß nicht, ob das dir genauso ging, Flo, bei Susanna hatte ich nie einen Zweifel, dass sie ein Revolvermann ist, im Sinne von ein klassischer Revolvermann, geboren dafür. Bei Eddie habe ich immer das Gefühl gehabt, der hätte noch kippen können. Der war noch so halb weich. Und das finde ich ganz schön, dass dieses Naturtalent, in Anführungsstrichen, hier tatsächlich zuallererst bei einer Frau so fest etabliert wird. Ja, das sehe ich auch so. Also Eddie ist noch so ein bisschen ambivalent. Bei dem weiß man noch nicht, wird er ein Held oder wird er ein ja, Hofnarr. Aber ja, ich mag Susanne, ich mochte sie ja im letzten Band, war ich ja ein bisschen skeptischer, aber hier zu Beginn dieses Buchs mag ich sie eigentlich sehr. Wie steht ihr denn zu dem Bären? Ich fand den so toll, wie er da so. Der hat mir voll leid getan, vor allem das arme Vieh. Da kann ja nichts dafür. Und was ich ganz lustig fand, diese Gedankenwelt von ihm hat mich sehr an Cujo erinnert, wo wir die Beschreibung haben, wie Cujo sich fühlt, als er eben den Verstand verliert durch diese Tollwut. Ging euch das ähnlich? Ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr an, dass es eine Gedankenwelt des Bären gab. Er beschreibt halt so, wie es sich anfühlt, dass diese Wespen oder diese Würmer da so in seinem Hirn sind und das tut alles weh und es ist alles ganz schlimm und so.
Okay, vielleicht habe ich es nicht kapiert und deswegen ausgeblendet, aber ich habe wirklich keine Erinnerung dran. Ich kann das mich auch nicht dran erinnern, dass das irgendwo aufgeführt worden wäre. Es kann aber auch schon wieder sein, dass das so eine Versionsproblematik ist, dass das in einer Version drin steht und in einer anderen wieder nicht. Nee, das ist in allen Versionen drin. Ich erinnere mich daran, aber ich habe tatsächlich nicht so großartig darauf geachtet. Also ich habe es jetzt nicht mit Kujo in Verbindung gebracht. Okay. Aber dieses Mitleidselement würde ich voll unterschreiben. Das hatte ich auch, ja. Wie ging's euch dann? Ich meine, im ersten Moment geht man ja davon aus, es ist ein Wald, da ist ein Bär. Ist also ein Bär. Wie war denn für dich, Adrian, dieser Überraschungsmoment, dass es kein Bär ist aus Fleisch und Blut? Das war das erste Mal, wo ich sagen würde, dass mir diese Welt, in die ich da reingeworfen wurde, dass die mit der realen Welt, sag ich mal, nicht konform geht. Also, dass da irgendwo eine Diskrepanz ist. Mhm. Aber trotzdem so, also generell ist das ganze Buch über, finde ich, es ist immer so dargestellt, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gott, wo bin ich denn hier reingeraten, sondern dass es irgendwie immer nachvollziehbar absurd ist. Hm? So eine Realität, die so ein bisschen verschoben ist. Genau. Ja. Ja, und das fand ich halt auch cool, wie gesagt, bei uns, bei Flo und mir, geht ja so dieser Überraschungsmoment natürlich mittlerweile verloren, weil wir diese Bücher halt das dritte, vierte, fünfte Mal gelesen haben. Aber ich fand auch die Beschreibung eben schön, wie da so Technik mit biologischer Masse in Einklang steht und wie eben ein Roboter auch Schmerzen empfinden kann. Deswegen fand ich diese Szene mit diesem Gefühl von Wespen im Kopf so cool. Auf jeden Fall. Jonas, wie ging es dir denn damit? Denn du hast es ja jetzt auch das erste Mal erlebt. Ja, ich glaube, ich habe inzwischen zu viel Fantasy und Science-Fiction gelesen, als dass mich irgendwie ein Cyborg-artiges Wesen noch sehr irritieren würde. Deswegen dachte ich, ja gut, da ist dann halt jetzt ein Cyborg-Bär. In riesengroß, aber trotzdem ein Cyborg-Bär. Ja, also mich hat die Größe eher überrascht und genervt hat mich daran, auch wenn ich es nicht so laut erlebt habe, sondern nur in gelesener Form, diese Zeitansagen, nachdem er tot war, bis wann die Zellen jetzt kaputt sind und so. Ich konnte das nachfühlen, wie scheiße das gewesen sein muss. Ja, auf jeden Fall. Naja, und in dieser Szene merken wir ja auch schon das erste Mal, dass Roland nicht so ganz auf der Höhe ist. Jetzt weiß ich nicht, hat euch das so irritiert, überrascht oder wie auch immer? Mich hat überrascht, weil ich dieses Paradoxon vergessen habe. Ich bin mir halt selber gar nicht sicher, ob dieses Paradoxon am Ende von 3 schon so richtig thematisiert ist oder ob das wirklich erst hier aufkommt. Ja, es wird auch als Paradox erwähnt. Ich dachte mir, ja gut, das ist halt da, das hat keine anderen Auswirkungen. Und da fand ich diesen Kniff schön, dass es halt hier wieder reinkommt da. Scheint er ja die Idee schon gehabt zu haben. Und dass es doch Auswirkungen hat, das fand ich auch eine sehr guten Twist. Naja, wie gesagt, wir haben da eine große Kampfszene, wo auch dann Eddie seine erste Feuerprobe hat, denn wir gehen ja weiter, da gibt's dann so kleine Mini-Roboter-Viecher, die fand ich aber eher unbeeindruckend. Ich habe auch nicht so ganz dieses Mitleidselement gehabt, was Eddie dann gefühlt hat. Weiß nicht, ob euch das anders ging? Nee, das hatte ich auch nicht, aber wir kennen auch Staubsauger-Roboter, mit denen wir kein Mitleid haben. Das ist vielleicht noch was anderes. Ich schon. Okay, nicht außer Flo. Ja, ich tendiere eigentlich auch immer so zur Vermenschlichung, aber in dem Moment weiß ich nicht. Also Eddie ist halt tatsächlich in dem Moment erst lebendig geworden, wo Susanna bedroht war. Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, reden wir doch tatsächlich erstmal so ein bisschen über die ganze Idee mit den Balken und dem Turm in der Mitte und so weiter. Denn ich muss sagen, das war ein Bild, das hat sich mir immer recht gut eingeprägt. Also ich konnte mir da sofort gut was drunter vorstellen, auch beim ersten Lesen schon. Und auch diese Idee mit den Portalen und dass diese Balken halt nicht für die Ewigkeit sind und auch kaputt gehen können. Und dass dann halt in der Mitte das auch im Zweifelsfall zusammenfällt.
Das fand ich eigentlich eine echt hübsche Idee und das kriegen wir ja hier das erste Mal so richtig erklärt. Ja, der Turm, der in dem ersten Band vor allem, auch im zweiten noch, einfach nur symbolisch da war, kriegt jetzt mehr Form und mehr Sinn und man versteht zwar immer noch nicht genau, warum ist er auf dem Weg zu diesem Turm, warum ist das so wichtig, aber es ist greifbarer geworden. Ja, und auch, dass der Turm Auswirkungen auf das Hier und Jetzt hat, wo Roland sich befindet, das ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Und vorher dachte ich halt, ja gut, da gibt es irgendwo einen Turm und Roland will hin. Aber jetzt nimmt es Form als ein Gesamtkonstrukt an. Hm. Und das ist halt das, was ich am Turm generell so fantastisch finde. Dass das wirklich überall so kleine, verstreute Hinweise sind, die erstmal gar nicht weiter ausgebaut werden, aber die so wirklich als Zahnrädchen ineinander greifen. Und das finde ich wirklich klasse. Ich fand die Idee ganz nett, dass man ja quasi drunterliegend eine sehr asymmetrische und organische Welt hat und oben drüber als theoretischen Überbau quasi dieses sehr symmetrisch anmutende Konstrukt der Balken mit dem Turm in der Mitte und dann ausgerechnet auch noch 12 und so, fand ich eine schöne Idee. Und dann natürlich dieses Element, dass der symmetrische Aspekt zerfallen kann. Mhm. Schön. Ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade beim Stichwort Zerfall sind. Ich würde gerne wirklich nochmal auf dieses Paradoxon eingehen, beziehungsweise die Auswirkungen, die das auf Roland hat. Denn für mich, muss ich sagen, diese ganze Erklärung fand ich immer ein bisschen schwierig, auch wenn ich es natürlich auf einer literarischen Ebene verstehen kann. Aber was ich fantastisch fand, ist, dass man hier wirklich für Roland ein Gefühl kriegt, weil er leidet wirklich sichtbar, was für ihn ja eigentlich als so determinierter Charakter total unüblich ist. Und vor allem, was ich auch interessant fand, war eben, dass die anderen beiden, die mit ihm unterwegs sind, halt auch tatsächlich dadurch schon erkennen, das ist gefährlich. Das ist im Prinzip ein Massenmörder mit Waffen, der sowieso schon im klaren Kopf zu allem imstande ist. Und was passiert dann, wenn der jetzt wirklich den Verstand verliert? Das fand ich eine richtig geile Sache. Vor allem, also er hat ja schon in 3 gelitten, als er das Fieber hatte und ihm die Riesenhummer die Finger abgeknippelt haben. Das 4 finde ich aber nochmal viel eindringlicher. Weil du merkst hier wirklich, wie er psychisch zerfällt. Das ist etwas, da war er selbst, als ihm körperlich ganz beschissen ging, immer noch klar in den ersten 2 Büchern. Und gerade diese Beschreibung hier gefallen mir auch sehr gut. Also das bringt mich auch dem eigentlich ziemlich ziemlich fernen Roland, also unnahbar, nennen wir ihn unnahbar, genau. Bringt mich nochmal näher. Ja, er wird halt menschlicher. Das ist es halt. Vorher war er wirklich so der klassische Vorzeiger. Naja, Vorzeigeheld war er auch nicht, aber er war zu determiniert, um irgendwie menschlich zu sein. Und das gibt sich jetzt. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass er, als er doch klar ist, sagt hier, lieber weg mit der Waffe, weil ich kann mir selbst nicht mehr trauen. Genau, und das ist ja tatsächlich auch sowas, was man von ihm so gar nicht erwartet hätte. Also hätte ich das nicht gewusst, ich wäre davon jetzt auch nicht ausgegangen, dass er das macht. Weil eben gerade die Waffen seines Vaters ja auch so eine Symbol- und identitätsstiftende Sache für ihn sind. Das kann ich mir auch nur erklären, dass er in den anderen beiden auch Revolvermänner erkennt, denen er vertraut, weil sie Revolvermänner sind und nicht, weil sie die Personen sind, die sie sind. Ja, aber gerade dieses Vertrauen ist ja eigentlich was für ihn komplett untypisch sein müsste. Ja gut, ich glaube nicht anderen Revolvermännern gegenüber. Ich glaube eher, es geht um das Konzept an sich. Also er vertraut dem Konzept des Weißen und der Revolvermänner, aber er vertraut nicht den Personen. Meinst du das? Ja, genau das. Er sagt, okay, das sind Revolvermänner, das Geborene, das habe ich erkannt. Also kann ich denen vertrauen, egal wer jetzt dieser Revolvermann ist. Und wenn das jemand ist, den ich noch nie getroffen habe, ich weiß, das ist ein Revolvermann, also kann ich dem auch meine Knarre anvertrauen und
der gibt sie mir erst wieder, wenn ich klar im Kopf bin. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Darf ich an der Stelle mal kurz reingrätschen? Natürlich. Könnt ihr mich aufklären, was dieses Ding mit den Vätern da soll? Das habe ich übrigens das Ding irgendwie nicht. Es ist einfach nur diese ganze Revolvermann-Sache. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie Ritter der Tafelrunde? Das sind halt 50 alte weiße Männer. Das ist ein total patriarchalisch organisiertes Ding. Sind auch alles nur weiße Männer, übrigens. Deswegen ist es ja auch immer die Ankunft des Weißen. Und deswegen ist es aber so putzig und so gut, dass Susanna als eine körperlich behinderte schwarze Frau viel mehr geborener Revolvermann ist als in dem Moment Eddie. Ich verstehe. Also kannst du mir ungefähr folgen, was ich meine? Ja, ja. Im vierten Band werden wir noch ein bisschen viel mehr über die Vergangenheit von Rowlett erfahren und dann wird das Ganze auch so ein bisschen klarer, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist oder war. Und dann macht das Ganze auch ein klein bisschen mehr Sinn. Aber auch nur ein bisschen. Was ich vergessen habe nachzugucken, vielleicht weiß das zufällig jemand von euch. Weiß jemand, wie es im Original heißt, du hast das Angesicht deines Vaters vergessen? Wie Angesicht da übersetzt ist, weil ich... Also ich kenne auch nur die deutsche Version, deswegen kann ich dir da nicht helfen. Weil ich habe überlegt, je nachdem, wie das übersetzt ist, könnte es heißen, also oder nee, im Deutschen könnte es heißen, im Angesicht deines, du hast das Angesicht deines Vaters vergessen, quasi, du hast vergessen, dass dein Vater dir zusieht. Also nee, im Sinne eines göttlichen Vaters. Nee, das ist schon tatsächlich für mich immer so gewesen. Da steht ja eine lange Ahnenreihe dahinter. Das hat ja auch viel mit Blut und Zeug zu tun. Und ich glaube, das ist mehr, erinnere dich an dein Erbe, an die Tradition, die dahinter steht. An dieses Konzept. Also nicht das Konzept des Revolvermanns eben als Eddie, Susanna, wer auch immer, sondern das Konzept Revolvermann als Konzept. Als das gesellschaftliche Erbe. Ja. Nee, du musst, weil diese Theorie, die ich hatte, macht halt auch nur im Deutschen Sinn, deswegen hätte mich interessiert, wie es im Englischen heißt. Ich habe tatsächlich was dazu gefunden gerade. Das Angesicht vergessen ist tatsächlich eine nicht ganz korrekte Übersetzung, denn du hast das Gesicht deines Vaters vergessen, ist ein Zitat von Thomas Wolfe. Ja. Stammt aus dem Buch Schau heimwärts, Engel, übrigens ein sehr gutes Buch. Und das hat King hier scheinbar tatsächlich zitiert und daher hat er das. Und da heißt halt die deutsche Übersetzung eigentlich, du hast das Gesicht deines Vaters vergessen und in der ursprünglichen deutschen Übersetzung, das dann beibehalten wurde, wurde daraus das Angesicht deines Vaters gemacht. Ich muss vor allem deshalb lachen, weil über Thomas Wolfe werden wir gleich nochmal stolpern. Ja, siehst du, passt alles zusammen. Das war mir tatsächlich nicht klar, aber es ist gut. Es ist wirklich gut. Okay, gut. Wie fandet ihr denn so die Reaktion von Eddie und Susanna auf diese Tatsache, dass sie gerade zugucken, wie Rowlett den Verstand verliert? Ich meine, ja, alles nachvollziehbar. Dass Rowlett diesen Glauben ins Konzept Revolvermann hat, das verstehe ich. Aber woher die beiden plötzlich ihr Gottvertrauen hernehmen, ist ein bisschen irritierend für mich. Ich vermute, sie wissen, dass sie sonst den Verstand verlieren. Dass sie halt sonst keine Wahl haben, irgendwas zu tun, weil sie sind echt aufgeschmissen ohne Roland. Was mich immer ein bisschen gestört hat, ich meine, ich verstehe das alles klar, haben sie keine andere Wahl. Aber gerade Eddie hat ja nur in den ersten Teilen auch immer versucht, irgendwie davonzukommen aus der ganzen Nummer. Was ich ein bisschen schwierig und unglaubhaft finde, ist, dass tatsächlich auf einmal so etabliert ist, dass sowohl Eddie als auch Susanna plötzlich selber den Drang verspüren, dieses Projekt Dunkler Turm zu einem Ende zu führen für sich. Dass sie da eine eigene Motivation auf einmal haben. Hat sich mir nie erschlossen. Ja, stimmt. Kam mir auch komisch vor. Ich glaube, ich habe es da einfach akzeptiert als, ja, okay, das ist jetzt halt so. Aber ich habe mir keine Gedanken gemacht, warum. Großartig. Dass sie jetzt sagen, okay, ich will auch den Turm sehen.
Wird das nicht irgendwann mitten im Buch mal aufgegriffen und einfach begründet mit, sie haben halt keine andere Wahl? Ja, aber das ist halt eine dumme Begründung. Weil, wie gesagt, eine andere Wahl haben sie in den anderen Teilen auch nicht gehabt und da hat zumindest Eddie versucht, immer noch trotzdem abzuhauen. Okay. Also ich verstehe den Gedanken, natürlich musst du das literarisch so machen, aber ich hab's halt nie verstanden. Okay, also für mich jetzt als Mensch, der die Bücher vorher nicht gelesen hat, kam das halt einfach so vor, als, oder anders, klang die Begründung, sie hätten keine andere Wahl, sehr, sehr glaubhaft, weil diese Gruppe erscheint mir vom ersten Moment an sehr, sehr zusammengewürfelt. Also Eddie hätte ich am liebsten das halbe Buch lang geohrfeigt. Und da ist er jetzt schon besser als in den ersten. Oh Gott. Für mich hat es immer das, also vor allem die erste Hälfte des Buchs, immer das Gefühl gehabt, die hatten wirklich keine andere Wahl. Mhm. Was sollen sie denn machen? Also wenn ihr Anführer aufgibt, den Verstand verliert oder an den Bären verfüttert wird, dann war es das für die beiden. Egal wie gut er sie bis jetzt ausgebildet hat, weil das klang halt jetzt für mich mehr nach einer Grundausbildung. Mhm. Genau. Naja, das ganze Problem mit, die haben keine Wahl. Es gibt im Dunklen Turm das Konzept des K. K ist Schicksal. Karma, oder nicht? Nee, nicht Karma. Karma kannst du ja beeinflussen. K kannst du nicht beeinflussen. Okay. Es ist tatsächlich so Vorhersehung, Schicksal und so weiter. Das heißt, dadurch, also die Begründung, die ich mir gefallen lassen würde, K hat bestimmt, sie sind geborene Revolvermänner. Dagegen können sie nichts machen. Und da sie geborene Revolvermänner sind, können sie auch nichts dagegen machen, dass sie diese Mission des Turms haben. Das könnte ich nachvollziehen. Das Problem ist bloß, dass diese Logik später wieder komplett absurdum geführt wird, weil so ein bisschen deklariert ist, dass Roland der einzige von allen Revolvermännern in der Geschichte ist, der so extrem determiniert ist und so extrem diese Klatsche weg hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja, dass quasi jetzt gesagt wird, alle Revolvermänner wären so und später heißt es nur Roland als Revolvermann. Zumindest in dem Ausmaß. Das erinnert mich an Star Trek The Next Generation, wenn wir ja Worf kennenlernen, der so dieser Proto-Klingone ehrenhafte Bla ist und wir kriegen erzählt, dass sie alle Klingonen so sind und lernen später, nee, Worf ist da schon ein bisschen extremer. Mhm. Und genauso kommt mir Roland hier vor. Was ich auch noch ganz witzig, das haben wir glaube ich noch gar nicht in dem Sinne erwähnt, ist, dass diese ganze Sache mit Jake, wie Jake ursprünglich geopfert worden ist und dass Roland ihn ja hat sterben lassen, dass das eigentlich so richtig eine Falle von dem Mann in Schwarz war. Denn das war mir tatsächlich so richtig am Anfang auch nicht klar. Also dass wirklich die ganze Idee dahinter war, wenn er ihn mitnimmt, stirbt er sowieso und scheitert auf seiner Mission. Und wenn er ihn nicht mitnimmt, wird er sowieso wahnsinnig und dann scheitert er auch. Ja, es wird nie so gesagt, dass es diese Verbindung gibt, aber ich sehe das auch so, dass das alles eigentlich ein großer Plan war. Weil ansonsten wäre der Mann in Schwarz ein relativ schwacher Gegenspieler gewesen, wenn er nicht noch dieses Ass im Ärmel gehabt hätte. Mhm. Und es erklärt halt auch, warum er sich am Ende hat fangen lassen. Ja, stimmt, weil der Plan fertig ist. Er hat geopfert. Und, ja, doch, das ergibt Sinn. Ansonsten haben wir jetzt hier das erste Mal, dass das Buch schwurbelig ist, als eben Eddie seine erste Traumvision hat. Beziehungsweise bevor das passiert, hat er ja schon das erste Mal eine Vision, als Roland den Kieferknochen ins Feuer wirft und er da das erste Mal die Form des Schlüssels und der Rose sieht. Und später ist er halt im Traum in New York und erkennt auch da, dass es da eben Dinge gibt, die er zu erledigen hat. Und da muss ich sagen, mit diesen ganzen großen Visionen, die erste große Vision, die Roland hat, als er das Tarot gelegt kriegt, die war noch cool. Aber jetzt die von Eddie, als er da diesen Turm sieht und das Meer rote Rosen, das hat bei mir so gar nicht funktioniert. Für mich macht es völlig nachvollziehbar, dass die alle von ihren Visionen ziemlich genervt zu sein scheinen. Das ja.
auf jeden Fall. Ich wäre von der Art Vision auch völlig genervt. Ich habe die auch wieder einfach hingenommen, aber nicht großartig überlegt, ob mich das jetzt nervt oder dich. Das war halt eher Stilmittel, sag ich mal. Mhm. Naja, ansonsten, wie gesagt, greifbarer wird es dann eben tatsächlich, als wir der Spur der Balken folgen. Und wir lernen ja dann auch so ein bisschen über die Historie dieser Balken und so weiter. Aber was ich cool fand, war tatsächlich, dass das so eine extreme, auch physikalische Auswirkung hat. Also, dass du tatsächlich die Wolken siehst, die an den Balken entlang ziehen, die Magnetnadel, die sich danach ausrichtet und so weiter. Das fand ich eigentlich schon wieder richtig cool. Und gerade, wenn man es in Kontext setzt mit den technologisierten Lebewesen und so Zeug, dass halt alles in der Natur irgendwie so halb technologisch schon wieder ist. Also für mich war der Balken immer mehr ein technologisches Konzept als ein spirituelles. Als ein mythologisches, ja. Würde ich auch so sehen. Wobei ich es auch jetzt irgendwie, es bleibt schwammig. Und ich erinnere mich auch nicht mehr genau, ob es später klarer wird. Ich glaube, später wird es sogar noch schwammiger. Ja, es wird schwammiger. Ja. Aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also bis jetzt würde ich auch vollkommen mit dir gehen. Ja, ich fand's komisch. Das heißt, ja, man kann ihn sehen, aber nur, wenn man nicht richtig hinguckt. Und das fand ich ein bisschen, naja, ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht zu esoterisch. Mhm. Auf jeden Fall seltsam. Nee, also das schien mir ziemlich logisch. Es hat mich direkt daran erinnert, wenn man so nachts in den Sternenhimmel guckt, kann man schwache Sterne ja auch nicht sehen, wenn man sie direkt anschaut, sondern wenn man, ich sag mal, unbewusst daneben guckt, dann sieht man die eher im Augenwinkel. Und so habe ich mir das mit diesen Balken auch irgendwie vorstellen können. Das klang für mich schon logisch. Ich war eher überrascht, weil es mir anfangs sehr als ein mythologisches Konzept vorkam. Und ich eher sehr überrascht war, dass es dann wirklich auch eine reale Manifestation hat, ja. Ja, stimmt, das für einen Stern habe ich gar nicht gedacht. Dann, jetzt bin ich überzeugt, weil das kenne ich aus eigenem Leben. Das, ja, okay. Generell finde ich hier sehr schön, wir kommen ja dann auch zu der Szene, dass Eddie eben durch den Wald latscht und so weiter und auch von dem Portal, eben von dem sie ja ausgehen, dann nochmal die Erinnerung kriegt an diese lustige Villa, von der er schon geträumt hat. Was ich ganz lustig finde an der ganzen Sache ist, dass hier, ohne es direkt zu sagen, aber wirklich so Anspielungen kommen für Dinge, die unvermeidbar sind. Eben zum Beispiel, dass sie eben genauso wie sich die Wolken und die Büsche an den Balken ausrichten müssen, sie genau auf dem Weg des Balkens plötzlich einen Baum finden, in dem halt Eddie das Potenzial sieht, dass er aus dem dann ausgerechnet diese Schlüssel schnitzen kann. Also, dass quasi diese Kraft der Determination auch entlang dieser Balken stärker noch verläuft als anderswo. Das wird nie gesagt, aber das fand ich immer lustig. Ja, es ist war schon auffällig, das heißt, ah ja, okay, da wird das und das gemacht, das wird dieses Problem ist gegeben und dafür haben wir die Lösung, die dann später kommt oder die schon vorher quasi durch irgendwelche Gegenstände, die gefunden wurden, dann gelöst werden können und so. Das dachte ich, okay, das ist gut ausgedacht, aber es passt immer alles wie die Faust aufs Auge, das, ja. Was ich meine, ich bin da voll bei dir, aber was ich meine ist, dieses Holzstück mit dem Schlüssel hätte er ja theoretisch auch finden können, bevor sie auf dem Balken standen. Er findet es aber erst in dem Moment, an dem sie am Balken entlang gehen. Ah, okay, dann. Verstehst du, was ich meine? Ja, jetzt verstehe ich's. Das, ja. Stimmt, dass quasi der Balken ihnen hilft, den Balken zu folgen. Genau. Ja, ist gut. Und jetzt kommen wir natürlich auch das erste Mal so ein bisschen eine Situation, wo Roland wirklich verzweifelt ist schon mit seinen Schmerzen und seinem Wahnsinn und tatsächlich wegen Eddies Geheimnistuerei
plötzlich so eine unbegründete Hoffnung empfindet, dass das eventuell doch wieder besser wird. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ich hätte jetzt Eddie eigentlich nicht für einen Menschen gehalten, der sonderlich gut darin ist, Geheimnisse für sich zu behalten. Aber dass er da tatsächlich sich so ein bisschen bedeckt hält, hat mir für den Charakter auch wieder ein bisschen was gegeben. Ja, aber das ist auch, glaube ich, seine... Oder es ist die einzige Stärke, die mir jetzt aufgefallen ist, die eine persönliche Stärke ist, die er in der Geschichte hat. Ansonsten ist er, kommt er mir doch immer recht kindlich vor. Ja, das auf jeden Fall. Ist das eine persönliche Stärke oder einfach dieses, dass er quasi so gebranntes Kind ist durch seinen Bruder? Das ist eben die Frage. Für mich war es immer mehr das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich meine auch, dass er Roland gegenüber sagt, hier, ich hab ein Geheimnis, möglicherweise hat es was mit deinem Wahnsinn zu tun, aber auch nicht. Ich sag's dir nicht. Und ich sag dir, dass ich es dir nicht sage. Das also nicht, dass er grundsätzlich sagt, okay, das Geheimnis gebe ich nicht preis, sondern dass er quasi sagt, okay, hier, du hast recht, ich weiß was, aber ich sag's dir trotzdem nicht. Ja, und vor allem, dass er halt auch relativ schnell sich auf die Mechanismen dieser Welt einlässt. Eben im Sinne von, okay, ich hab da was geträumt, ja, ich könnte mich jetzt dagegen wehren, aber nein, ich mach's trotzdem nicht. Weil es macht ja keinen Schaden, wenn es nicht funktioniert. Aber wenn es funktioniert, haben wir vielleicht was gewonnen damit. Und das ist, glaube ich, der Punkt, in dem er stark ist. Ja. Ja, er lässt sich auch was ein. Es hätte auch genauso gut in die Hose gehen können. Er hat halt zum Glück, dass diese Welt genau so funktioniert. Also ich hatte eher das Gefühl, dass Eddie sich so gut wie gar nicht auf diese Welt einlässt und vielleicht da ausnahmsweise mal ein bisschen. Ich hatte eher das Gefühl, dass er sich bewusst ist, dass er nicht reinpasst in diese Welt und auch keine Anstalten macht, das irgendwie zu ändern. Ja, er ändert es nicht, aber er begreift für meine Verhältnisse recht schnell die Spielregeln und weiß in dem Moment, er kommt jetzt erstmal nicht dagegen an, also spiele ich halt mit. Ob ich dabei gewinne oder nicht, ist erstmal zweitens. Das akzeptiere ich jetzt mal so. Und Flo, wie geht's dir denn? Oi. Ich habe euch jetzt hier gebannt zugehört. Ich kann es nicht sagen. Also, ihr habt alle gute Argumente. Ich bin da irgendwann so verwirrt gewesen, dass ich gedacht habe, ach scheiß drauf, ich lese einfach weiter und ignoriere das, was da jetzt... Okay. Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Ich will wissen, wie es weitergeht. Dann würde ich sagen... Ich fühle mich die ganze Zeit beim Lesen. Dann würde ich sagen, machen wir auch weiter, nämlich in New York. Denn Jake Canvas kämpft seit Wochen gegen den Wahnsinn. Und ja, so langsam begreift er, dass ihm niemand helfen wird. Denn er sitzt im Prinzip in genau der gleichen Scheiße wie Roland, denn er hat ja dieses selbe Paradoxon. Was aber natürlich noch viel schlimmer ist, weil er viel, viel jünger ist. Und wo Roland natürlich in einer Welt aufgewachsen ist, in der so Sachen wie Magie und Wahnsinn existieren und ein fester Bestandteil der Tatsachen sind, ist Jake halt in einer modernen, aufgeklärten Welt, in der sowas natürlich komplett verpönt ist und in der sowas auch mit Stigmata besehen ist und so weiter und so fort. Und das fand ich krass, dass wir erst quasi so einen starken Charakter wie Roland an sowas kaputt gehen lassen und dann eben einen 12-jährigen, 13-jährigen Jungen zeigen, der auch daran kaputt geht, aber noch dazu damit der ganze Sache komplett alleine ist. Aber ich fand den Wahnsinn von Jake schön. Ich konnte mich daran erfreuen. Wenn ich mir vorstelle, er geht zu der Tür, weiß genau, dahinter ist das, was er sucht, macht sie auf, ist nichts. Macht sie wieder zu und oh, eine Tür, aufmachen. Ach, wieder nicht. Zu. Oh, ich kann eine das Tür. So gut nachvollziehen. Ja. Das ist eine großartige Szene. Überhaupt mochte ich Jake gerade in diesem Segment hier sehr. Also hat er mir richtig Spaß gemacht. Ja, also spätestens da hatte mich das Buch, weil ich diesen Wahnsinn so schön beschrieben fand und auch so nachvollziehbar beschrieben und anschaulich. Das, ich hatte da Freude dran. Was mir daran, also erstens, ich habe jetzt hier in diesem Teil das allererste Mal ein richtiges Gefühl für Jake gekriegt. In Schwarz konnte ich mit ihm nichts anfangen. Ja. Absolut. Puh.
Na, wie fandest du ihn denn schwarz? Nee, also ich fand Jake wirklich, wirklich furchtbar. das mag wieder so ein King kann keine Kinder-Ding sein. Aber doch, er hat 3 Stück gemacht. Und was ist draus geworden? Naja, einer ist zumindest solider Autor. Darüber reden wir an einem anderen Tag. Ja, weiter. King-Kinderfigur. Gebe ich dir grundsätzlich recht, ja. Am Anfang, als er das erste Mal auftritt jetzt, hätte ich ihn noch als Kind durchgehen lassen, aber der ist zu erwachsen. Der geht zu gut damit um. Das ist eben genau das, was ich meine. Dass er, obwohl er damit alleine ist und obwohl er so jung ist, doch noch halbwegs stabil bleibt im Vergleich zu dem, was wir bei einem erwachsenen Mann mit Roland sehen, das macht eben das Ganze schwierig. Da bin ich wohl bei dir, auf jeden Fall. Wäre der durchgedreht, hätte ich das super gefunden. Aber so? Was ich ganz niedlich fand an der Szene, ist ja, dass er sich selbst dabei zuguckt, wie er hysterisch wird. Und sich selbst verbietet, hysterisch zu werden und dabei hysterischer wird. Ja, aber er hat ja gar nicht Angst vor dem wahnsinnig werden, sondern er hat nur Angst vor dem, was die Leute denken, dass er wahnsinnig wird. Das finde ich so geil daran. Aber auch das hätte ich gesagt, das ist doch ein Maß an Selbstreflexion, das ich einem 11-Jährigen nicht zutraue. Weiß ich nicht. Also ich hätte ihm geglaubt, das wäre bei mir genauso. Ja, er kommt schon sehr reflektiert für einen 11-Jährigen rüber. Hätte im Buch gestanden, der wäre 16, 17, hätte ich es abgekauft. Aber was weiß ich, 10, 11, 12, nee. Naja, aber was ihr daran nicht vergessen dürft, und das ist ja immer das Schwierige an diesem blöden Paradoxon, es ist ein 12-Jähriger mit dem Hintergrund, dass er weiß, dass er schon gestorben ist. Der hat ja so Pseudo-Erinnerungen und dadurch auch eine Pseudo-Reife, von der er ja eigentlich nicht wissen kann, woher sie kommt, aber sie ist ja trotzdem in der Veranlagung da. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja gerade der Gag daran. Ich meine, wenn du mit 12 deine erste Nahtoderfahrung oder Todeserfahrung hast, ich glaube, dann kriegst du auch ein anderes Weltbild. Ich denke, ich sehe das auch so wie du. Ich denke sogar, dass er ja die Erfahrung von 2 Leben hat dadurch. Genau. Und dadurch sehe ich ihn nicht als 11-Jährigen, sondern als 22-Jährigen. Und dann ist das schon ganz wieder realistischer. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Vortodeserfahrung schon einen gewaltigen Teil auf Dinge freigibt, die vorher sonst bei normalem Verlauf der Zeit nicht so gewesen wären. Aber wir lernen ihn halt leider nicht vor diesem Event kennen. Also wir lernen ihn ja schon kennen in dem Moment, wo er wahnsinnig ist oder diese Symptome zeigt. Was vielleicht noch ganz cool wäre, wenn er wirklich am Anfang normal ist, dann kommt dieser Tag, wo plötzlich diese Pseudo-Erinnerungen einkicken und dann dreht er durch. Beziehungsweise halt nicht ganz so durch, wie er eigentlich durchdrehen müsste. Ja, da gebe ich dir recht. Aber wie fandet ihr denn diese Szene mit der Hausarbeit? Ich fand das so genial. Wie er da wirklich... ich bin ja selber so ein Mensch, wie gesagt. Ich musste in meiner eigenen Schulzeit schon zum Drogentest, weil ich in einer Arbeit in der Klausur eingeschlafen bin wegen den Allergietabletten, aber blöderweise weitergeschrieben habe im Schlaf und dann plötzlich meine Traumfetzen in die Klassenarbeit mit reingeschrieben habe, ohne es zu merken. Und ungefähr so stelle ich mir das vor, dass er weiß, er sollte das jetzt gerade nicht tun, was er da tut, weil es eben seinen Zustand offenbart, aber er kann es nicht lassen. Und im selben Atemzug diese Angst, was passiert, wenn das jemand liest? Und wie er dann eben auch, als der Lehrer zu Hause auftaucht und er macht den Briefumschlag auf und denkt, er ist jetzt von der Schule geflogen. Und in dem Moment ist es eine 1 plus, weil er ja so tiefgehend und symbolisch schreibt. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich musste bei der Bewertung so an dich denken und so lachen. Ja, ich dachte, okay, das drückt genau das aus, was ich über Symbolik denke. Genau. Ja, der Witz ist ja, ich mach das ja auch nur, weil ich die Mechanismen kenne. Aber ich habe mich mein Leben lang, mein ganzes Schulleben lang, basiert darauf, dass ich mir aus Rotz Scheiß zusammenbauen kann
und Symboliken aus den Fingern saugen kann, die nicht da sind effektiv. Aber was dann Leute so, also gerade im Schulkontext, als so tiefgehend empfinden, dass du damit tatsächlich davon kommst, ohne dass du eine Ahnung hast. Das fand ich so geil. Das ist genau der Mut, der mir immer gefehlt hat im Deutschgrundkurs. Bei meinen Aufsätzen genau das zu tun. Das Lustige ist, ich glaube, das funktioniert nicht nur in der Schule, das funktioniert im ganzen Leben. Du musst nur ernst genug das machen, was du machst, und dann glauben die Leute dir, dass du tatsächlich weißt, was du machst. Genau, aber das Schlimme ist ja hier in dem Moment, er will es ja gar nicht machen. Er macht es ja nicht mal mit Absicht, sondern die sind einfach so verbohrt und doof, dass sie halt glauben, da muss ja was Tieferes dahinter sein. Nein, aber also diese ganze Schulszene war für mich grandios. Wo es bei mir nachgelassen hat, war dann tatsächlich dieser Weg, als er durch die Gegend läuft und weiß, jetzt ist dieser Tag, an dem er sterben müsste. Die hat für mich im Vergleich zu den anderen Szenen echt ein bisschen geschwächelt. Ich könnte aber nicht mal sagen, woran es liegt. Die fand ich hingegen sehr hübsch, weil es für mich zum ersten Mal dieses K manifestiert hat. Inwiefern? Dieses, er muss, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was es bedeutet, wenn dein Weg wirklich vorbestimmt ist. Oder du glaubst, dass dein Weg vorbestimmt ist. Und dass er quasi ja nichts dagegen tun kann und genau weiß, was kommt. Oder glaubt zu wissen, was kommt. Und sich eigentlich nur auf sein Schicksal einlassen kann. Ja, doch. Wie findet ihr denn diese ganze Beziehung zu seinen Eltern? Denn die kommt ja später auch noch mal, als er sich dann mit seinem Arschloch von einem Vater anlegt. Klang realistisch. Ja, würde ich auch sagen. Überhaupt, diese ganze Sequenz hier mit Jake, also ist für mich einer meiner Lieblingsteile in diesem Buch. Ich mag die Figuren, die kommen mir real vor, obwohl sie, wie wir ja schon gesagt haben, vielleicht nicht unbedingt einem Elfjährigen oder so entsprechen. Auch dieser Weg, den du eben beschrieben hast, den mag ich, und alles, was passiert, hat so eine mystische Grundstimmung, obwohl es anders als in der anderen Welt hier in der Realität eingebettet ist. Irgendwie mag ich diese Stimmung. Naja, und halt auch tatsächlich, dass man eben wirklich das Gefühl hat, er ist da auf eine Schiene gesetzt und muss da folgen, ob er Bock hat oder nicht. Und auch als er dann diesen Buchladen betritt, obwohl er ja eigentlich gar nicht will, und dieses Buch findet und Calvin Tower, wobei ich das Kind ernsthaft übel nehme. Das war ein bisschen albern. Ja, und sowas kommt ja noch öfter leider. Ja, aber also ich habe ja nichts dagegen, aber es geht auch weniger lächerlich. Naja, aber auf jeden Fall, er kauft eben Charlie Chuff-Chuff und er kauft Ringerätsel rein. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was Charlie Chuff-Chuff ist, das erfahrt ihr bald. Wenn wir uns nicht vorher gegenseitig. Egal. Vor den Zug werfen. Genau. Und dann kommen wir auf dieses lustige Baugelände. Und da muss ich sagen, diese Szene hat beim allerersten Lesen funktioniert und danach nie wieder. Der ganze Witz mit der Rose hat danach nie wieder funktioniert bei mir. Hendrian, jetzt war das ja dein erstes Mal. Hat das bei dir irgendwas ausgelöst, dieses Schützenswerte, dieses Gute inmitten von Dreck? Nein, überhaupt nicht. Ich fand die Szene sehr, sehr schwach und was ist denn das Gegenteil von aussagekräftig? Aussagelos. Also da hätte sich wirklich was Schöneres einfallen lassen können. Gerade weil das Buch doch voll so schöner Ideen steckt. Und dann sowas. Nee. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht Großstadtkind genug zu. Weiß nicht, wenn man da irgendwie das irgendwie als Erfahrung gemacht hat, dass es so mit Stadt und so, dass dann vielleicht so eine Szene funktioniert, aber für mich nein. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein großer Teil der ganzen Sache, weil wir haben natürlich alle nicht dieses Gefühl für New York, wie es ein New Yorker hat. Ich habe den Gedanken verstanden von das eine Schöne inmitten von Dreck. Den Gedanken habe ich verstanden. Der hat auch, wie gesagt, beim ersten Mal gewirkt. Aber danach ist der für mich so verblasst,
Ich weiß halt nicht, ob der einfach eigentlich wirklich so blass ist, der Moment, oder ob der auf uns einfach nicht wirkt, weil wir alle im Herzen Dorfkinder sind. Ich würde auf das mit dem Dorfkind tippen. Ja, ich denke auch. Wie steht ihr denn zu der Beschreibung von Charlie Tschuff-Tschuff im Buch, im Kinderbuch? War es halt ein Kinderbuch? Das ist genau die Frage. War das für dich ein Kinderbuch? Weil ich habe ja schon mal gesagt, das originale Charlie die Lokomotive oder wie auch immer es heißt, das Original fand ich ja schon gruselig und für Kinder ungeeignet. Wenn ich das jetzt als Kinderbuch gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich psychische Probleme gekriegt. Und dieses Gefühl von Verstörung, das Jake hier empfindet, das konnte ich irgendwo sehr gut nachvollziehen. Aber es müsste ja eigentlich, wenn man den Kontext noch nicht kennt, dürfte es ja den Effekt eigentlich noch gar nicht auslösen. Also ich glaube, die Geschichte an sich hat nur so ein paar Momente, die ein bisschen sind. Ich glaube, es sind eher die Kommentare, die Jake beim Lesen dazu gibt, die das Ganze etwas merkwürdiger machen. Aber da reden wir ein andermal drüber. Genau. Aber Hendrian, nur ganz kurz deine Meinung. Wie ging es dir damit? Könntest du dir das als Kinderbuch vorstellen oder hat es für dich auch schon so einen leichten Beigeschmack gehabt? Ich muss gestehen, ich habe die ersten Zeilen gelesen davon, von diesem Kapitel. Und dann war das Einzige, was ich wirklich bewusst nur noch quer gelesen habe, weil es mich überhaupt nicht angesprochen hat. Ich habe nur diese Reimverse gelesen und die fand ich hübsch. Aber alles, was ansonsten kam, okay, ging nicht. Ja, ansonsten hat Jake ja noch seinen lustigen Schlüssel gefunden, eben in dem Moment mit der Rose. Und als er sich jetzt schlafen legt, hat er auch das erste Mal das Gefühl, wenn er diesen Schlüssel anfasst, dass eben die Stimmen sich beruhigen. Und das teilt er auch als letzten klaren Gedanken so halb im Traum schon mit, sagt ihm, er soll den Schlüssel festhalten. Und jetzt wird das Buch richtig konfus, weil jetzt teilt sich das Ganze nämlich in zwei Handlungsstränge auf. Er sagt im Traum, sagt ihm, er soll den Schlüssel festhalten und Eddie empfängt diese Botschaft und gibt sie auch direkt an Roland weiter und gibt ihm jetzt auch dieses Stück Holz, das in Begriff ist, ein Schlüssel zu werden. Und, oh Wunder, es funktioniert. Wie stehen wir zu dieser Szene? Märchen. So? Ich wollte außer Märchen nichts sagen, also es ist wirklich... Es ist irgendeine magische Lösung und ohne Erklärung, ohne Sinn, ist es wie ein Märchen. Mhm. Ja, man kann es sich erklären, denke ich, indem man sagt, okay, das ist halt Kathet, aber eine anthologische Erklärung sehe ich nicht dazu. Wie erklärt ihr euch denn generell erstmal diese Traumverbindung zwischen Eddie und Jake? Wegen Kathet oder weil Jake eine Tür sowieso in die Welt hat, weil er ja in der Welt schon gestorben ist? Ja, und ich würde sagen, durch die Villa, die ja später dann noch kommt, haben die beiden noch irgendwie schon eine Verbindung. Eine Welt geteilt. Ja, auch wenn das weit hergeholt ist, aber ich denke, dass das irgendwie zusammenhängt. Mhm. Ja, ich hab's mir bis gerade eben damit erklärt, ist halt ein Fantasy-Roman. dadurch, dass er ja quasi die Verbindung hat, weil er in einer seiner Realitäten in dieser Welt gestorben ist und dadurch auch mal gelebt hat, ja, könnte auch sein. Aber wie gesagt, habe ich mir bisher keine Gedanken drüber gemacht. Wie fandet ihr denn die Reaktion von Roland? Denn das war das erste Mal, dass er mir wirklich leid getan hat, beziehungsweise nicht leid getan, aber dass ich wirklich, wirklich das erste Mal ein Gefühl für ihn hatte, als er dann wirklich diesen Schlüssel anfasst und er spürt, es wird besser. Und wie er dann wirklich vor Erleichterung mehr oder weniger anfängt zu flennen. Das fand ich eigentlich eine ziemlich eindrückliche Szene auf mich. Fand ich echt schön, weil das Gefühl kennt man ja auch, wenn man, ne, Schmerzmittel und so und ja, nee, toll. Es hatte für mich, oder für mich war es der Versuch, Rowan zu vermenschlichen und ich hab's nicht abgekauft.
Aber ich, ich kenne dieses richtig erleichternde, beispielsweise das Schmerzmittel, auch nicht so, so wirklich, weil ich glücklicherweise noch nie so riesig heftige Schmerzen länger hatte oder wieder vergessen habe. Naja, ich sehe das auch so wie ihr. Also, ich finde das eine sehr starke Szene, weil selbst wenn man es noch nicht so erlebt hat, man kann sich doch irgendwie reinversetzen. Und auch wenn es jetzt nicht mit Schmerzen zu tun hat, man hat irgendwann doch schon irgendwas erlebt, wo man dann wirklich diese Erleichterung gespürt hat. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Was ich daran so putzig fand, war tatsächlich die, einerseits diese Szene, diese Erleichterung, die habe ich ihm abgekauft. Was ich ihm nicht abgekauft habe, weil das überhaupt nicht zum Charakter passt, ist, dass er auf einmal anfängt, Eddie zu loben. Für die kunstvolle Fertigung dieses Dingsies. Dass er ihn hinterher dann anhält, wirklich schnell fertig damit zu werden oder damit nicht aufzugeben, das verstehe ich. Das passt auch in den Charakter, weil er weiß, dass das eben einen Sinn und einen Zweck hat. Aber dass er sich tatsächlich dazu herablässt, Eddie zu loben, fand ich lustig. Na, gerade in diesem Kontext der Erleichterung habe ich es ihm abgekauft. Ja. Da ist also, man vielleicht auch freundlicher als man normalerweise. Genau, da ist vielleicht gerade nicht seine ganzen Mechanismen am Laufen und so. Okay, ja, hast recht, ja. Und vor allem, was ich auch, und das ist das erste Mal, dass ich mit Eddie ein bisschen was anfangen kann, dass er sich so tatsächlich einerseits bewusst ist, wie wichtig das auf einmal ist, was er da macht, und dass er auch so nervös wird deswegen. Also das war das erste Mal, dass mir Eddie nicht auf den Sack ging. Das war für mich das erste Mal, wo ich Eddie als wichtig empfunden habe. Vorher fand ich den einfach die obligatorische Nervensäge in einem Setting. Ja, vorher war er dazu da, um schlechte Witze zu machen, in den Rollstuhl zu schieben. Das, und zu jammern. Viel zu jammern. Ja. Absolut. Aber für euch, dieses, hattet ihr in dem Moment Mitleid mit seiner Aufgabe? Also, dass er daran so nervös ist und so weiter? Weil er ist nun mal eigentlich im tiefsten Herzen ein Schwächling und ein Feigling. Nö. Mitleid hatte ich da? Nee. Okay. Nicht. Weil ist ja seine Schuld, dass er ein Feigling ist. Nee, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem kein Mitleid. Kann ruhig nervös sein, ist auch eine wichtige Aufgabe. Ja. Genau. Bloß, dass er dann halt gleich wieder hysterisch wird, kurz drauf. Und sich mit Roland streitet. Wo es ja teilweise so weit eskaliert, dass er ihn fast um den Haufen schießt. Aber, und das ist der Moment, wo er sich sammelt. Und ab da, glaube ich, ist auch wirklich so der Punkt da, dass Eddie zum Revolvermann wird. Als er dann trotzdem sich entschließt, ich nehme diese Scheißaufgabe jetzt an. Auch wenn ich Angst habe, dass ich es versage. Der hat für mich nie die Qualitäten eines Revolvermanns. Gut, mir fehlen auch zwei Bücher, vielleicht habe ich da irgendwelche Facetten noch nicht. Nee. Aber nee, der passt für mich einfach nicht ins Bild, das von einem Revolvermann gezeichnet wird, weil der ist nicht abgeklärt, der ist nicht Er hat keinen Abstand zu sich selbst. Ja, genau. Und er ist nicht, wie soll ich sagen, nicht rau genug. Ja, aber ich glaube, das sind nicht die Qualitäten eines Revolvermanns, sondern das ist Roland. Weil Roland erzählt ja auch immer von seinem ehemaligen Freund, den er immer mit Eddie vergleicht. Und wie viel Ähnliches sie in ihrem Charakter haben. Deswegen glaube ich, dass ja, Revolvermann sein nichts mit dem Äußeren oder dem Auftreten unbedingt zu tun hat, das Roland verkörpert. Naja, ist schon richtig, aber würde denn für dich Susanna so ein extremer Spiegel für Roland sein, wenn das der Knackpunkt ist? Denn Susanna empfinde ich auch als natürlichen Revolvermann, Eddie nicht. Da gebe ich Andrea voll recht. Genau. Und ich finde nicht, dass Susanna so sonderlich viele Eigenschaften von Roland hat. Das sagte ich ja. Dass das kein nichts ist, was Ja, aber das erklärt doch dann nicht, warum man Eddie nicht als Revolvermann empfindet. Oder geht's dir anders? Das ist ja der Knackpunkt. Ich hab das akzeptiert, dass er ein Revolvermann ist, als Roland gesagt hat, dass beide geborene Revolvermänner sind. Okay, gut. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Okay.
Ich finde durchaus, dass Susanna Qualitäten eines Revolvermanns aufweist, so wie sie jetzt nur genau. in dem Buch gezeichnet werden. Vielleicht nicht ständig, aber dann, wenn es drauf ankommt. Nee, genau das meine ich. Also bei Susanna glaubt man das auf Anhieb. Bei Eddie glaube ich zumindest nicht auf Anhieb. Und deswegen habe ich mich jetzt gerade ein bisschen an der Argumentation verschluckt, weil wenn wir jetzt das Gefühl hätten, Revolvermann ist alles, was ähnlich ist wie Roland, dann würde Susanna auch nicht so wirken, weil sie andere Qualitäten hat als er. Aber bei ihr glaubt man es sofort, bei Eddie nicht. Deswegen dachte ich halt, aber klar, wenn Jonas sagt, für ihn war das von Anfang an gesetzt, dann ist das einfach eine Empfindungsfrage. Das ist vollkommen klar. Ja. Vielleicht, weil ich auch gar nicht genau weiß, welche Qualitäten ein Revolvermann mit sich bringt. Unter anderem auch möglicherweise deshalb, weil Roland in unserer Welt Polizisten als Revolvermänner ansieht. Mhm. Und im Prinzip jeder dahergelaufene Mensch Polizist werden kann. Ja. Wenn er bestimmte Kriterien erfüllt, die meistens eher formaler Natur sind. Ja. Aber geht's nicht genau darum, um diese formalen Qualitäten? Ja, formal heißt in dem Fall, du machst eine Prüfung oder sonst was, und was hier ja nicht ist, sondern hier ist man ja geboren. Das stimmt aber so ganz auch nicht. Weil es gibt ja hier auch einen Revolvermann-Brief. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier schon haben. Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, im nächsten Band ist das. Genau. Also es ist schon so, dass die Revolvermänner, auch wenn sie geboren diese Charakterzüge haben, um sich Revolvermann nennen zu dürfen, müssen sie trotzdem eine Prüfung machen. Das kommt aber erst später. Das heißt, die zwei sind jetzt noch Kriminelle? Im Prinzip. Alles Verbrecher. Beziehungsweise, naja, kriminell wäre es, oder ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Weil in dem Moment, wo Roland seine Waffen abgibt, nehmen sie Insignien an sich, die sie eigentlich noch gar nicht haben dürfen. Also Amtsanmaßung im gewissen Sinne. Eigentlich ist es Amtsanmaßung, wenn man es genau nimmt, ja. Ich weiß jetzt nur nicht, sie benutzen die Waffe ja nicht in dem Sinne, sondern sie verwahren sie ja eigentlich für Roland. Schadig ist tot. Ja, aber da agieren sie ja tatsächlich auf Geheiß von Roland und nicht auf eigene Initiative. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Roland bildet die beiden ja aus, quasi. Die agieren ja nicht. Ich glaube, da bin ich in meinem Gehirn gerade auf den Knackpunkt gestoßen für mich. Die beiden würde ich nicht als vollwertige Revolvermänner sehen, sondern als so eine Art Anwärter. Genau. Wobei auch da wieder traue ich Eddie nicht zu. Vom Auftreten her, ja, dass das sein Job ist. Wie gesagt, bin ich komplett bei dir. Nur für mich ist halt wirklich jetzt der Punkt, als er eben sich jetzt tatsächlich entscheidet, diese Aufgabe anzunehmen, auch wenn alles in ihm sich sträubt, dass das der erste Moment ist, wo ich ihm glaube, vielleicht gibt's für den Idioten doch noch Hoffnung. Ja, ich glaube, die Hoffnung hatte ich für ihn noch nie aufgegeben. Einfach weil ich nicht glaube, dass er ansonsten so eine große Rolle hätte. Ja, du denkst da wirklich zu analytisch. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum du mit uns befreundet bist, weil du immer noch nicht die Hoffnung aufgibst. Weil sonst wären die Menschen ja nicht da, wenn sie nicht so irgendwas nütze wären. Vielleicht. Nein, ich verstehe vollkommen deinen Gedanken. Ja, ist auch vollkommen legitim, aber es ist interessant. Und dann kommen wir zu dieser lustigen Orakel-Szene. Und die ist wichtig. Hendrian, Kontext für dich und auch für spätere Bücher, den Kontext wirst du jetzt noch nicht begreifen. Aber wir haben in Schwarz eine Szene, als Roland mitten in der Nacht aufwacht. Jake lebt noch und Jake wird auf einmal von einem Succubus-artigen, was auch immer, oder ist es Inkubus, ich weiß es nicht, auf jeden Fall von einem Sexgeist in einen Steinkreis gelockt. Er kann ihn aber rechtzeitig noch wegzerren. Und stattdessen begibt sich Roland dann in diesen Kreis, um eben eine Orakelwahrsagung zu bekommen. Na, das ist in Schwarz passiert, als Kontext. Okay. Wichtig. Also, er hat Sex mit einem Dämon. In diesem Buch ist es jetzt so, dass sie wissen, okay, hier ist wahrscheinlich dieser Übergang, wo wir an Jake rankommen, beziehungsweise Jake zu uns kommt.
Und wir müssen jetzt irgendwie diesen Bewacher dieses Übergangs überlisten. Und wir haben ja in dem Drei-Roman schon so ein bisschen etabliert, dass eine der gespaltenen Persönlichkeiten von Susanna recht sexuell freizügig war, beziehungsweise auch sexuell aggressiv. Und genau diesen Teil machen wir uns jetzt zunutze, denn sie schlüpft jetzt in ihre Detta Walker-Rolle, mehr oder weniger, und kämpft auf sexuell Raubtier-Ebene mit diesem lustigen neuen Steinkreis. Eine Szene, die ich auf verstörende Weise interessant fand. Ja. Bin voll bei dir. Ja, ich auch. Das hast du, ja, also sehr auf eine verstörende Weise faszinierend, aber auch irgendwie gruselig, also nicht gruselig, sondern komisch gruselig. Auch hier, und ich habe mit dem Charakter Susanna so meine Probleme. Das kann so ein guter Charakter sein und am Anfang ist es auch noch so ein guter Charakter. Was ich hier halt auch wieder fantastisch finde, das wäre prädestiniert dafür, eine Opferszene zu sein. Das wäre halt eigentlich genau dieser Punkt, wir binden die Jungfrau an den Pfahl und warten, bis der Drache kommt. In der einen oder anderen Hinsicht. Damit habe ich auch gerechnet, als ich angefangen habe zu lesen. Genau, damit rechnet man auch und das wäre auch der normale Verlauf der Dinge. Stattdessen ist sie eben kein Opfer, sondern sie dreht das ganze Ding um und mehr oder weniger versklavt sie den Dämon, bis der keinen Bock mehr hat. Und das finde ich so großartig und es ärgert mich so, dass Susanna so wird, wie sie wird. Nicht in diesem Buch, sondern im gesamten Kontext. Ja gut, das heißt, doch können wir das gut finden. Aber diese Szene fand ich gerade unter diesem Aspekt so grandios, dass es eben keine Opferrolle ist, sondern sie ist in dem Moment da das Raubtier. Fand ich geil. Auf jeden Fall. Da ist halt gut, dass Odetta noch irgendwo schlummert und dass man sie... Detta. Odetta war die Zicke. Ah, okay, dann Detta, ja. Die Gemeine. Genau. Ab jetzt muss ich aber sagen, wird das Buch für mich für längere Zeit ein bisschen zäh. Dumm, ja. Ja, also hier, ich fand das schon einen kleinen Rückschritt von dieser New York-Geschichte, aber immer noch verstörend genug, um interessant zu sein. Ja, und dann haben wir erstmal einige hundert Seiten, die ich gerne ein bisschen gekürzter gehabt hätte. Mhm, auf jeden Fall. Naja, und wie gesagt, wir schwanken halt immer hin und her zwischen Jake und den Ereignissen in Warlands Welt. Wie gesagt, Eddie fängt dann an, während Detta mit dem Dämon sich da beigt, eben eine Tür in diesen Steinkreis zu malen oder in die Nähe dieses Steinkreises. Was ich nicht verstanden habe, was macht eigentlich Roland währenddessen? Die wissen ja anfangs nicht, ob der Dämon genau auf Männer oder Frauen steht und deswegen hält sich Roland bereit und ist dann wahrscheinlich erstmal froh und guckt und weiß nicht, entspannt oder sowas. Aber eigentlich danach steht er nur dumm rum. Also das hat ja auch so seine Hose wieder hoch, ja. Genau. Ja, aber was soll er auch groß machen? Die Tür, das ist das, was Eddie eigentlich schnell mit 4 Stechen gemacht hat. Da kann er nicht groß bei helfen. Detta ist auch nicht zu helfen in dem Moment. Was soll er großartig tun? Außer. Naja, die logische Sache wäre halt gewesen, Eddie, mach du deinen scheiß Schlüssel, ich mach die scheiß Tür und Detta flügelt. Hält Roland nicht den Regenschirm? Aber sie wissen ja anfangs nicht, dass der Schlüssel nicht funktioniert. Das merken sie ja erst, ja, als sie probieren. Ja, aber auch da, wie ich als Roland, würde doch grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass Eddie ein Idiot ist. Nee, selbst wenn er das denkt, nehme ich an, dass er ihn sein Ding machen lassen würde, aus erzieherischen Gründen. Das macht ihn jetzt nicht unbedingt sympathischer, aber ja, du hast recht. Aus eigenen Fehlern lernt man am besten. Ja, bloß auf Kosten von Jake halt. Ja, ich meine, der ist jetzt schon einmal vielleicht gestorben. Und, nee, zweimal sogar, egal. Ja, ist halt so. Ich glaube, er hatte einfach keine richtige Aufgabe. Okay.
Naja, und in der Zeit hat Jake jetzt eben so ein bisschen begriffen, was da alles auf ihn zukommt und so weiter und so fort. Er hat wieder einen Traum, in dem eben Eddie ihm erklärt, was da passieren muss. Und er ja, gibt sich dieser Mission auch hin. Er reist halt von zu Hause aus, nimmt die Waffen von seinem Papa und rennt durch New York. Hier haben wir noch eine ganz interessante Szene, die ich ganz lustig fand, dass eben dieser Schlüssel auch auf normale Leute so eine hypnotische Wirkung hat. Dass dieser Schlüssel diese Faszination hat, das ist lustig, weil zum einen hilft es Jack, den Polizisten zu entkommen, aber er zieht auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf sich, als er überhaupt will. Das, ja, doch, find ich einen schönen Kniff. Und das ist aber tatsächlich das, was ich ein bisschen schade finde. Die hypnotische Idee, ja. Was ich aber ganz cool gefunden hätte, ist, wenn das eben nicht nur Aufmerksamkeit von Menschen auf ihn gezogen hätte, sondern schon andere Kräfte hätte erwachen lassen. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn sich da schon angefangen hätte, so ein bisschen anzudeuten, dass dieses Haus lebendig wird, weil eben ein Element aus einer anderen Welt plötzlich in der Nähe ist, hätte ich cooler gefunden. Wie nahe ist er denn schon am Haus? Ja, stimmt, weil der Schlüssel lag ja schon die ganze Zeit da auf der Baustelle. Es ist also alles zumindest in derselben Stadt schon mal. Ja, okay. Also ja, es wäre eine nette Idee gewesen, nur ich weiß halt jetzt nicht, ob er schon im richtigen Stadtteil ist und ob dieses Haus nicht wirklich erst aktiv wird, wenn es ganz nahe ist. Weil ich weiß ja auch nicht, wie viele Schlüssel es gibt oder sonst was. Und ja. Was ich halt hier noch ganz, ganz hübsch fand, auch wenn mir dieses ganze Szene mit dem Haus auf den Keks ging, war halt tatsächlich, dass wir hier das erste Mal begreifen, dass das nicht nur eine Traumsequenz eigentlich ist, sondern vielmehr so, dass da wirklich was mit der Zeit nicht stimmt. Denn er sieht ja einen jungen Eddie und einen jungen, also dessen jungen Bruder. Er kennt die beiden nicht, er weiß aber, dass da irgendwie eben das die sind, mit denen er da kommuniziert und so. Und gleichzeitig erfahren wir ja, dass Eddie in seiner echten Realität tatsächlich an diesem Haus war mit seinem Bruder. Und dass das für ihn eine echte Erinnerung ist und nicht nur eine Traumsequenz. Weil ich glaube, vorher hat man das noch nie so ganz begriffen, dass da auch zeitlinienmäßig irgendwas so halt nicht hinhaut. Nee, das haut schon hin mit den Zeitlinien, weil die ja aus unterschiedlichen Zeitebenen stammen. Natürlich, aber ja. Es ist nicht dieselbe Stadt. Yes. Das ist wieder die Frage. Ja, da können wir jetzt lang diskutieren. Ich widerspreche dir mal, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Nein, aber wie ging es euch denn mit dieser... Habt ihr das überhaupt begriffen, dass das eben nicht nur ein Traum ist, sondern tatsächlich irgendeine Art von Erinnerung von Eddie? Das schon. Also, was für mich war das mit dem Traum, dass er direkt mit dem Kerl spricht, als er Basketball gespielt hat. Aber danach, das sehe ich als Realität an. Naja, aber wie hast du dir erklärt, dass da ein junger Eddie steht in der Realität von Jake? Weil Jake irgendwann zwischen der Zeit, als Odetta rüber durch die Tür gekommen ist und als Jake durch die Tür gekommen ist, gestorben ist. Das wurde erwähnt. Genau. Deswegen war Jake damals, als Eddie Jugendlicher war Jake Kind. Das passt zeitlich also, schon. Ja. Detta 60er, Jake 70er, Eddie 80er, so ungefähr habe ich das so in meinem Kopf, um das zu sortieren. Ja. Aber wieso hast du eben gesagt, nicht die gleiche Stadt? Vergiss den Satz einfach wieder. Okay, gut. Der kommt in der Zukunft, aber vergiss den Satz einfach wieder. Ja, große Kampfszene im Haus. Möchte ich eigentlich nicht drüber reden, fand ich dumm. Fand ich dumm, fand ich verwirrend und fand ich anstrengend. Sehr. Ja. Nur eine Frage. Habt ihr euch mit dem Haus auch an das Geisterhaus aus Salem's Lot erinnert gefühlt? Nein. An das Marstonhaus? Ein bisschen.
weil es ein Haus war, aber ansonsten nicht. Okay. Weil ich weiß nicht woher, ich kann es auch nicht festmachen, aber für mich war das das Marstonhaus. Auch wenn es in einer anderen Stadt steht, aber das heißt ja nichts in dieser Welt. Aber wir haben übergroße Spinnen, an diese möchte ich auch nochmal erinnern. Die habe ich vergessen. Die sind auch nicht wichtig, das ist nur wieder so ein Outsider-Ding, Monster-Ding, S-Ding, weiß schon. Okay. Ich glaube, es sind einfach nur Spinnen in einem Geisterhaus. Aber habt ihr diese ganze Kampfszene dann auch verstanden, als Eddie schnitzt den Schlüssel dann zu Ende, als er merkt, da ist noch nicht ganz komplett. Währenddessen wird Jake attackiert von diesem Hausdämon-Ding, aber dann dieses, wie Roland ihn dann letzten Endes rettet, ja, das war mir alles viel zu schnell und viel zu konfus. Absolut. Also absolut deiner Meinung nicht absolut begriffen. Okay. Ja, naja, aber wir gewinnen die ganze Sache dann letzten Endes und ziehen dann auch tatsächlich Jake in die Welt des, naja, das ist dumm zu sagen, in die Welt des Turms, in die Welt von Roland und Susanna und Eddie. Der Dämon hat auch keine Lust mehr, der hat seinen Bruder verschossen. Susanna geht's erstaunlich gut, das fand ich auch ganz lustig. Ja, fand ich etwas überraschend. Ich glaube, weil es nicht Susanna, sondern Detta war. Weil sie sagt ja auch, ich glaube, Detta ist auch weiterhin unbesiegt. Mhm. Aber es ist halt nur so ein Gefühl. Mhm. Ja, stimmt. Naja, und dann kommen wir ja nochmal zu so einer kleinen Zwischenszene, als Jake tatsächlich Roland direkt ins Gesicht fragt, wirst du mich diesmal wieder fallen lassen? Und hier haben wir wieder so einen Punkt. Jake weiß es besser, als diese Frage zu stellen. Roland weiß es besser, als diese Antwort zu geben. Und alle anderen wissen es auch besser, um sie zu glauben. Aber trotzdem lügen sie sich alle an und wissen gegenseitig, dass sie sich anlügen. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. Ja, schon. Obwohl ich glaube, dass Roland es ernst meint, er sich aber sicher ist, oder er sich nicht sicher ist, ob er das erfüllen kann. Aber ich glaube, seine Absicht ist richtig und aufrichtig. Da bin ich mir halt tatsächlich nicht sicher. Ich wäre da auch mit dem Jonas gegangen. Also ich habe es auch eher als ein Versprechen von Roland aufgefasst, dass er das gerne halten will. Ob er es schafft, ja, sieht man dann. Quasi eine Absichtserklärung. Genau. Ja. Ja, da könnte ich mitgehen. Ja. Ja, aber ich sag mal so, ihm das versprochen hat er schon im ersten Teil und da hat sich nicht dran gehalten. Also im diese Absichtserklärung ist mir halt zu Roland. Dumm. Das ist halt die Frage. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich dir da recht gebe. Doch, es war ein Roland vor den Verletzungen, es war ein Roland vor dem Paradoxon. Ich würde schon sagen, dass es ein mittlerweile anderer Roland ist. Er ist nicht mehr der einsame Revolvermann. Er will das wirklich, aber er weiß selbst nicht, ob er das auch schafft. Darf ich hier, ohne euch beide, Hendrian und Jonas, verwirren zu wollen? Flo, denke mit mir zusammen kurz an das Ende. Das ist wieder ein anderer Roland. Aber es ist ein anderer Roland, der andere Dinge weiß. Und du weißt nicht, wie viele Schleifen vorher waren. Nein, ich meine, das ist ein anderer Roland, meine ich. Auch wieder auf seinem Weg, ja. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Büchern noch öfter drüber diskutieren können. Ich glaube, das lassen wir auch für die nächsten Bücher, weil sonst wird das jetzt echt zu verwirrend. Wollen wir dir Rolands durchnummerieren? Na gut, okay. Unter dem Aspekt, wenn man es so sieht, kann ich eventuell damit leben. Wie viele Bücher kommen denn noch in der Serie? Wie viel sind es insgesamt? Es sind 7 plus 1, das zwischen 4 und 5, glaube ich, spielt. Oh, also, okay. Ja, und dann diverse andere Romane, die wichtige Aber eigentlich Standteile ist es haben. Nur ein Buch. Eigentlich ist alles nur ein Buch. Großes 100.000 Seiten Buch. Es ist alles ganz schlimm. Das ist ziemlich unhandlich, so ein großes Buch. Wem ja. sagst du das? Was ich auch noch lustig finde, ist, dass Jake tatsächlich erstmal fragt, ach, ihr habt den Zug noch gar nicht gefunden. Und da habe ich nicht so ganz die geistige Transferleistung begriffen,
Weshalb er jetzt unbedingt schon weiß, dass der Zug was mit dieser Welt zu tun haben muss. Weil Jake ein echt kluges Kind sein soll, vermute ich. Märchen. Ja, aber ich hätte das ja, wäre ich jetzt Jake gewesen, hätte ich die ganze Nummer mit dem Zug ja als Symptom eines Wahnsinns abgehakt. Ja, aber er weiß ja jetzt, was Wahnsinn war und was nicht. Genau, das denke ich auch. Na, okay. Jedenfalls, das Ganze entspannt sich dann erstmal halbwegs und so weiter und so fort. Wir verbringen ein paar Nächte. Und jetzt lernen wir den tollsten Charakter in der ganzen Serie kennen, nämlich Oi. Oi. Ich liebe Oi. Oi ist so großartig. Artig. Ja, Oi ist super. Ich frage mich immer, wie groß ist er eigentlich? So katzengroß? Dela-groß. Sieht aus wie ein Dela-groß. Oi ist für mich Dela-groß. Er wird so als hundeähnlich beschrieben. Also ich stelle mir ihn... Ja, gut, aber... Ihr Hunde Hund schwankt ist, auch. Ja, ziemlich. Ja, also, für mich ist es halt tatsächlich so ein abwechselnd auf vier oder zwei Füßen gehendes Dela, also sitzende Dela, großes, waschbärartiges Dingsi. Genau. Mit großen, coolen Augen. In ja. meinem Kopf hatte der ungefähr die Größe von einem Fuchs. Aber das, ja, ich weiß auch nicht, woher diese Einschätzung kommt. Ich möchte nur daran erinnern, wir haben beim Potsdok das große Hundi getroffen. Das große Hundi war größer als ich. Also von daher ist jetzt Hunde groß, nicht unbedingt im Gegensatz zu dem, was ich gerade sage. Wo haben wir ein großes Hundi getroffen? Kann mich kein großes Hundi erinnern. Ich will doch, auch ein großes Hundi sehen. Hatten wir, ja. Er wollte mich fressen. Er hat mich wach geputzt und ich bin fürchterlich erschrocken. Gutes Hundi. Nein, aber wir sind uns einig. So mittelgroßer Hund, ein bisschen größer ja, als der Dela. Genau. Nein, aber Oi ist voll cool und vor allem, wie er halt so. Ich meine, das ist ja eigentlich seine Welt, in der er da rumläuft. Da passt ja mehr an die Welt als zum Beispiel Susanna oder Eddie. Aber. Er fühlt's oder schon beim ersten Auftritt kommt er einem so verloren vor, das arme Vieh. Ich mag Oi, ich will auch einen Oi haben. Ja, die Welt hat sich halt weiter bewegt, deswegen ist er verloren. Wollte gerade sagen, kam mir nämlich irgendwie eher vor wie eine emotionale Version von Roland. Ja, bin ich voll bei dir, ja. Ja, und er haut dann zwar erstmal ab, aber er schließt sich dann letzten Endes tatsächlich dem Quartett an, was ich auch ganz nett finde. Und auch da haben dann alle so ein bisschen das Gefühl, als läuft das alles genau so, wie es zu laufen hat. Fand ich hübsch. Ja, so ein Hund wirkt sich halt positiv aufs Klima aus. Aber es ist halt nicht so eine Fünf-Freunde-Scheiße, sondern das finde ich... Ein bisschen schon. Naja, aber es fühlt sich organischer an für mich. Ich meine normalerweise... Ja, weil sie alle kaputt sind. Ja, genau. Eine Erwachsenenversion der fünf Freunde. No. Erwachsene. Aber ja. Jetzt, wo wir sie alle dabei haben, Ich weiß nicht, ob es beim Lesen auch so ist oder nur beim Hören. Ich war mir nie sicher, ob gerade Eddie oder Jake irgendwas sagen, weil sie sich vom Charakter her für mich irgendwie wie einer verhielten. Beide nicht ganz erwachsen, nicht ganz Kind und beide nicht so viel wissend. Bin ich bei dir. Geht mir ähnlich. Liegt aber klar, also ich glaube tatsächlich, dass es gewollt ist, dass die beiden sich so ähnlich sind. Eben genau aus diesem Gedanken heraus, dass sie halt ja in anderen Welten ähnlich alt sind eigentlich. Verstehst du, was ich meine? Nee. Er ist halt, das ist für mich so ein großer Bruder-Ding. Wo Roland die Vaterfigur ist, Susanna ist komplett außen vor, das ist sie immer. Wo denn der große Bruder, der Vater ist, ist Eddie so ein bisschen der große Bruder. Ah, wo der kleine Bruder aber trotzdem manchmal mehr weiß als der große. Genau. Ja, okay, damit das ist quasi so eine Umkehr zu der Henry-Thematik, die wir in 3 hatten. Das ist eine Bruder-Systematik, die funktioniert und die in halbwegs Harmonie vor sich hin existiert, ohne dass sie sich gegenseitig das Leben schwer machen. Ja, okay, damit kann ich leben. Was ja auch später relevant ist. Ja, wir erreichen River Crossing und auch die ganze Szene. Flo, helfen mir. Hat das bei dir irgendwas gemacht? Ja, ich habe angefangen quer zu lesen, weil ich es so scheiße langweilig fand.
Und ich möchte an dieser Stelle spoilern, diese ganze Szene zum River Crossing und das ganze Gefühl, das es ausgelöst hat bei mir, so ging es mir den ganzen Band durch Glas. Gut, Glas liegt bei mir schon länger zurück, aber ich glaube nicht, aber wir werden sehen. Also wenn das so ist, dann mag ich Glas auf einmal nicht mehr. Meint ihr die Szene mit dem Dorf mit den uralten Hillbillies? Yep. Ich musste sofort an die Simpsons denken und an Cletus und seine Alabama-Inzuchtsippe. Ja, stimmt, aber hat was, ja. Das ist richtig. Deswegen fand ich es relativ kurzweilig, weil die bei mir halt alle gelb wurden beim Lesen. Ich fand's nett, um eine Atmosphäre zu schaffen und auch diesen Teil der Welt ein bisschen darzustellen. Hat mich nicht sehr gestört, aber jetzt auch nicht so total bewegt. Das sollte halt so ein bisschen dieser Punkt sein, von wegen, es gibt eben noch Menschen auch in dieser Welt, weil wir sind ja nicht vielen Menschen bis jetzt begegnet. Und es gibt eben noch Leute, die sich an das Weiße erinnern. Und dass sich Menschen noch an das Weiße erinnern, ist der einzige Grund, dass das Weiße überhaupt noch da ist. Und deswegen auch dieser Segen und der ganze Blödsinn und so weiter. Aber das war mir zu aufgesetzt und zu dumm. Das hat überhaupt nicht gewirkt bei mir. Was ich wirklich toll fand, war, wie diese Szene eingeführt wurde, weil als auf einmal klar war, Moment, es gibt noch Menschen, das war mir bis zu dem Punkt irgendwie, das hatte ich nicht auf dem Schirm und das hat ein wirklich ungutes Gefühl erzeugt bei mir. Mhm. Dass das natürlich alles irgendwo so ein Altenheim im Nirgendwo ist, war mir nicht klar, aber bis dahin fand ich es total gut. Ja, hast recht. Ich meine, gut, das wissen wir halt jetzt, weil wir den Kontext haben, aber stimmt, wenn man den nicht hat, hat das so ein leichtes Bedrohungsding. Auf jeden Fall. Gerade wo sie ja auch immer irgendwie dann sich beobachtet fühlen und sowas, ne? Fand ich gut. So, und hier haben wir nämlich das erste Mal, dass wir das etablieren, weil die Alte ist ja voll entsetzt, dass Roland den Turm suchen will. Und sie ist ja im Kontext gebräuchlich mit den Ritualen und dem ganzen Blödsinn der Revolvermänner. Das heißt, wenn die Suche nach dem Turm das Revolvermann-Ding an sich ist, wäre sie ja nicht darüber schockiert, dass er seiner Pflicht nachgeht. Ja, stimmt. Aber ich kann überlegen, wissen wir überhaupt, warum Roland den Turm sucht? Wurde das schon mal erwähnt? Weiß das Roland selber? Also, ich weiß es nicht. Okay, nee, dann wurde das auch nicht erwähnt. Ich glaube tatsächlich, das weiß Roland selber nicht. Also ich hatte das Gefühl beim Lesen, er weiß es. Er will es nur weder dem Leser noch seinen Kollegen erzählen. Ich hatte das Gefühl, er will dahin, um den Jungen zu opfern. Aber warum? Warte, was? Er will dahin, den Jungen zu opfern? Was? Das Gefühl wurde mir so vermittelt, dass er quasi er gibt ja Jake das Versprechen, ihn nicht mehr fallen zu lassen. Aber ich meine, irgendwo sowas gelesen zu haben, wie er ist sich selber da auch nicht sicher, dass er das jemals schafft, weil er muss ja zu dem Turm und da wird dem Jungen irgendwas Schlimmes passieren. Das habe ich so gelesen, als dass er das Wohl des Turms über das Wohl Jakes stellt. Auf der Reise. Genau. Das mag richtig sein, ja. Dass ich das einfach da so rein interpretiert habe, okay. Aber das ist auch eine interessante Sichtweise. Wer weiß. Ich weiß ja auch nicht, wie es ausgeht. Die anderen zwei sollen jetzt mal ruhig sein. Ich sag nichts und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt Zentrians Deutungsweise gar nicht mal so weit hergeholt. Auch mit dem Wissen, das ich habe. Ja, und ich bin auch ruhig. Also ich versuche nicht zu spoilern. Das Einzige, was hier noch wichtig ist im Sinne von Symbolik, Talita gibt ihm ja das Kreuz mit und beschwört ihn, dass er die Namen der Verlorenen am Fuß des Turms ausruft. Und das fand ich wieder im Sinne von Pathos. Und ich mag es immer, wenn diese Geschichte ein bisschen in Pathos geht. Das fand ich hübsch. Und das wurde auch so schön unterstrichen von diesem Trommelrhythmus, den man da so hört. Das hat so was richtig schön Archaisches, Pathos geladenes. Das war das Einzige, was mir diese Szene so ein bisschen gerettet hat. Ja und nein. Ja, Pathos, gebe ich dir recht. Nein, warum muss das unbedingt ein Kreuz sein? Habe ich nicht verstanden. Ja. Wahrscheinlich nur, damit irgendwie der amerikanische Leser sich damit identifizieren kann. Hätte es einfach irgendein Amulett gewesen.
Das stimmt, da bin ich voll bei dir. Hätte ich es mehr nachvollziehen können, weil es, ne, dadurch, dass die Welt so ein bisschen abseits von meiner Realität ist. Also ich bin ja ganz froh, dass es kein Talisman war. Oh ja. Nein, aber tatsächlich irgend so ein Ernteding hätte ich mir da sehr gut vorstellen können. Mhm, weil das ja so eine Agrikultur ist und so. Aber hatten wir in Schwarz nicht auch es gehabt, dass es durchaus den Jesus Menschen gibt, ja. Genau, quasi christliche Symbolik in dieser Welt gibt. Okay, das wusste ich natürlich nicht. Ja, die gibt es, aber, und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, der Jesusmensch wird ja in diesem Kontext in Schwarz schon so als halbvergessener Mythos deklariert. Und diese Sekten, die übrig bleiben, eben hier diese fette Priesterin und so weiter, das ist ja dann schon eher negativ konnotiert. Verstehst du? Ja, aber hier die Leute sind echt alt. Ja, okay. Vielleicht haben die den persönlich gekannt. Ja, okay, unter dem Aspekt kann ich es verstehen. Aber wie gesagt, für mich wäre das halt dann genau unter diesem Sinne sogar noch das Böse zum Ton zu bringen. Aber du hast recht, die sind alt genug, das könnte sein. Ja. Nazi-Flugzeuge. Warum? Bin ich der Einzige, der das nicht verstanden hat? Weil sie da Nein. sind. Nein, das ist, gibt keinen Sinn. Das ist einfach nur, ja, ist halt so. Ja, aber wollte das Sinn ergeben? Das ist die Frage. Wollte das Sinn ergeben oder wollte er nur diesen schönen Satz einbauen? Lord Perfil und der die Welt erzitterte oder wie auch immer der Satz gleich ging. Ich habe ja den Verdacht, er wollte nur diesen Satz irgendwo einbauen. Puh, vermutlich ja. Ich hatte ja gehofft, es kommt doch irgendwie was mehr. Das kam es nicht, dann habe ich es auch wieder vergessen gehabt. Was ich cool gefunden hätte, wenn das kein beschissenes Nazi-Flugzeug gewesen wäre, sondern zum Beispiel so ein lustiger Ami-Kampfjet, so aus so einer Distant-Welt. So Biowaffen-artig. Verstehst du? Ja. Nein, ich spoilere jetzt nicht. Das reden wir irgendwann anders mal drüber. Denkst du in dieselbe Richtung, in die ich denke? Vermutlich, Brain. Ja. Gut. Auf jeden Fall komische Szene, weiß ich nicht. Und dann, nächste komische Szene, auch das, klar, es ergibt im weiteren Verlauf des Buches Sinn, aber die hat mich in dem Moment genervt, war, als sie dann eben über Rätsel reden und versuchen, diese Rätsel zu lösen am Lagerfeuer und Eddie blödelt wieder rum und geht mir unglaublich auf den Sack. Und Roland auch? Ich weiß nicht. Ja, also gerade Eddie ging mir auch unheimlich auf den Sack. Aber ich muss sagen, also ab diesem Moment hat das Buch dann doch langsam wieder angefangen, mehr Spaß zu machen für mich. Nee, ich weiß nicht, mir, wieso. Bei mir leider gar nicht. Ich kann es auch nicht erklären, weil es ist wirklich teilweise saublöd. Also mit dem toten Huhn über die Straße und so weiter oder dem toten Baby und also, ja. Das Schlimme ist, es passt zu Eddie. Das ist ja das Schlimme. Ja. Aber deswegen kann ich Eddie nicht leiden und ich könnte mit Eddie nie befreundet sein. Ja, das da habe ich auch große Probleme mit. Vielleicht, weil ich wusste, dass es wichtig ist, habe ich da nochmal genauer zugeguckt oder genauer hingelesen. Ja, Eddie geht auf die Nerven, das stimmt. Aber die Rätselsache an sich, die finde ich nett, weil ich mag Rätsel. Wie ging's dir denn? Hast du in dem Moment, wo du noch an dem Punkt warst, hattest du schon eine Ahnung, dass das wichtig ist oder hast du das als Geplänkel abgetan? Ich hatte es eigentlich schon in Erwartung, dass es wichtig ist, als Jake das Rätselbuch ohne Lösung bekommen hat. Nee, ich meine jetzt diese dummen Antworten von Eddie. Ich wusste nicht, dass die wichtig werden. Okay, na, das war die Frage. Also da hast du noch keinen Verdacht geschöpft, dass er jetzt aus Handlungsgründen so dumm ist. Nee, ich weiß immer noch nicht, warum das wichtig sein könnte. Okay. Gleich habe ich wieder was überlesen. Oder ist nein. Ah, ist okay, gut. Das kommt noch. Das ist wirklich fürchterlich, weil du bei dem Buch wirklich nicht weißt, wo der Anfang und das Ende ist. Ja, also das ist zum Kotzen. Ich habe jetzt die... Obwohl, nee. Nee, doch nicht. Macht keinen Sinn. Ich hatte kurz überlegt, ob dann Eddie Blaine so ein Nonsens-Rätsel gibt, das er dann nicht lösen kann, weil es keine Lösung gibt.
aber das ist ja nicht die Definition eines Rätsels, deswegen, oder zumindest nicht die nach Roland. Da werden wir, aber wir lassen das diskutieren. Ja, ja. Vielleicht ist das Buch auch einfach inkonsistent. Gut. Die einzige Szene, die ich jetzt in dem ganzen Verlauf cool fand, war, dass wir diese lustigen mutierten Bienen finden. Und jetzt bin ich ein Mensch mit Trypophobie, das heißt, ich habe ein Problem mit kleinen Löchern und generell ein Problem mit Bienen. Und mit Zombie-Bienen habe ich auch ein Problem. Irgendwie hat die Szene was mit mir gemacht. Und ich könnte euch nicht beschreiben, was. Aber die fand ich, die ist mir immer in Erinnerung geblieben. Die fand ich auf jeden Fall schön, weil sie quasi dieses, was man am Anfang mit dem Bären hatte, ne, wo diese ganzen Würmer in den Bären wohnen, das für mich quasi nochmal aufgegriffen hat, weil ich das schon wieder völlig verdrängt hatte. Das ist ja irgendwo sowas Krankes, Zerfallendes in dieser Welt gibt. Und das durch die Bienen wieder aufgefrischt wurde. Abgesehen von Bär und Bienen und Honig und so, ne? Ja. Fand ich gut. Was ich daran vor allem lustig finde, wir haben ja vorher schon etabliert, wie gesagt, die Technik verfällt. Ne? Eben mit dem lustigen Bären, der wahnsinnig wird. Dass das der Technik passiert, gehen wir davon aus. Was ich hier lustig finde, ist, dass in genau dem gleichen Maßstab und in genau dem gleichen Symptom eben auch die Natur, die nicht in irgendeiner Form beeinflusst worden ist, aktiv, genauso darunter leidet, dass die Welt sich weiter dreht. Hatten wir nicht schon bei den lustigen alten Hillbillies so ein bisschen einen Anklang von die Bisonherden? Genau, haben zwei Köpfe das ist die Emotion und so weiter, genau. Und wurde da nicht auch auf irgendeine Art von Atomkrieg oder sowas hingewiesen? Natürlich, klar. Aber also, das ist ja auch die einzige Begründung, warum diese Hillbilly-Szene überhaupt einen Sinn macht, um eben zu beschreiben, dass die Natur genauso wie die Technik zum Teufel geht, weil eben der Mensch da irgendwelchen Blödsinn gemacht hat. Ja. Das fand ich schön. Auf jeden Fall. Weil würde nur die Technik zugrunde gehen und die Natur wäre normal, das hätte ich doof gefunden. Das wäre ja quasi so eine Art normaler genau. Verfall. Wobei ich das Ausmaß des Verfalls immer so, wie soll ich sagen, unaufdringlich viel man fand. Man vergisst den. Dass man es beinahe als eine Art natürlichen, weißt du, so entropiemäßig natürlichen Verfall quasi hingenommen hätte, wenn nicht immer explizit wieder drauf hingewiesen worden wäre, wie mit diesen Bisonherden mit zwei Köpfen und sowas. Mhm. Oder dass das Fleisch von irgendwelchen Viechern nicht giftig ist, aber bitter schmeckt und sowas. Fand ich die Szene mit den Bienen dann doch schön, um quasi, wie du schon richtig sagst, diesen Bogen zu schlagen zwischen was stimmt mit der Technik nicht, okay, aber auch mit allem anderen. Das organische Leben hat irgendwo einen Hau weg. Genau. Naja, und vor allem, und das kommt ja jetzt dann, wir haben ja gerade nachts über schon diese lustigen Trommeln gehört und Eddie hat ja diese Assoziation, dass das ein Rocksong ist. Übrigens ein sehr guter, ZZ Top ist sowieso immer fantastisch. Und es stellt sich dann letzten Endes heraus, dass es tatsächlich ZZ Top ist. Und das finde ich schon wieder als Trope so geil, weil eben, ich meine, so Geschichten, Welt geht zugrunde, Technik geht zugrunde, wir haben noch so ein paar Reste und wissen nicht mehr, was sie sind. Das haben wir ja ganz oft in der Science-Fiction-Literatur. Und dass hier eben, wie gesagt, beides so gleichermaßen kaputt geht und wir uns an beides nur so halb erinnern, das finde ich daran so geil. Weiß nicht mehr, ob ich das sonderlich cool fand, weil die meiste Zeit, na, Eddie geht einmal doch sehr auf den Sack. Und gerade auch mit diesem, das klingt wie ZZ Top, dass das, habe ich die meiste Zeit damit abgetan, dass es halt so eine ja, Erinnerung an seine Realität quasi ist, ne? An seine Vergangenheit ist. Dass das jetzt wirklich eine Art Überlapp mit seiner Welt und der dortigen Welt ist, puh. Na, ich weiß ja nicht. Ja, wie gesagt, das ist eben immer, das ist das Problem, wenn wir diese Reihe hier besprechen. Auch eben mit Jonas, der ja auch noch nicht die Bücher zu Ende gelesen hat.
ganz viele Sachen. Den Turm kann und muss man meiner Meinung nach mindestens 3-mal lesen. Den liest man das erste Mal, dann begreift man 2/3. Dann hat man ihn zu Ende gelesen und begreift man ein bisschen mehr. Und wenn man ihn das dritte Mal liest, sieht man die Details. Und deswegen weiß ich das so zu schätzen, dass das so, das fühlt sich für mich an, als würde man so ganz dünnes Pauschpapier über die Welt legen. Und es schimmert so ein bisschen durch. Aber keiner weiß so richtig, was es zu bedeuten hat. Und Flo, wie geht's dir damit? Ja, ich hab's ja schon vorhin gesagt, so ein Hauch verschoben, diese Welt. Und jetzt hier auch nochmal gerade auf was ihr eben angesprochen habt. Also ich habe mich hier am Ende so ein bisschen in Planet der Affen, also hauptsächlich so den zweiten Teil, erinnert gefühlt. So vom ganzen Feeling her. Es gibt die ganze Technik, aber man weiß nicht mehr so 100%, was man damit jetzt anfangen soll. In dem Film wird ja auch eine Atombombe als Gottheit angebetet. Also sowas konnte ich mir ja auch gut vorstellen. Wobei ich auch mit der ganzen, und deswegen ärgert es mich so, diese ganze Nummer mit Lud und diese putzige Atombombengeschichte und Zeug. Das hat mich so sehr an den Tic-Tac-Man erinnert. Und deswegen ärgert mich das so, dass das ein beschissenes Nazi-Flugzeug ist. Das ist eigentlich was in die Welt von Distant gehört. Also andersrum, da gehört eigentlich was aus der Welt von Distant rein. Dann würde das auch Sinn ergeben, weil der Witz ist ja eigentlich, wie du gerade schon sagtest, Flo, dass diese Welten immer so ein bisschen verschoben sind. Das haben wir ja ganz oft, gerade dann in späteren Teilen. Aber die Welten sind ja trotzdem recht nah beieinander. Aber diese Welt ist ja eigentlich von der New York-Welt so weit weg. Und dass aber gerade dann, trotz dieser extremen Entfernung, so winzig kleine Dinge durchscheinen. Das ist für mich eigentlich das Interessante daran. Für mich ist das nicht ein Überbleibsel aus dieser Welt. Für mich ist das auch etwas, das durch ein Tor gekommen ist. Genau. Ja, deswegen stört mich das eigentlich auch jetzt nicht so sehr. Nee, stört trotzdem mich auch überhaupt nicht. Im Gegenteil, wie gesagt, ich find's geil. Das Einzige, was mich halt nur stört, es kommt aus der falschen Welt. Das meine ich. Für mich nicht. Also mir ist das eigentlich relativ egal. Okay. Ja, jedenfalls, wir nähern uns dann letzten Endes der Stadt Lud. Falls ihr euch wundert, wie wird's im Englischen, also wie wird's im Hörbuch ausgesprochen? Lud. Okay. Weil Symbolik. Deswegen nenne ich die Stadt Lud. Wir laufen über so eine lustige Brücke, was auch immer. Eu verliert das Gleichgewicht, Jake rettet ihn, wird dabei gebissen. Großes, großes Chaos. Und in der Zeit kommt es zu einem Überfall, in dem Jake gefangen genommen wird von einer der rivalisierenden Gruppen dieser Stadt. Und ab da wird's wieder dumm für 3-4 Kapitel. Denn ja, Jake wird entführt, wird immer tiefer in diese Stadt gebracht. Roland verspricht ihm, diesmal lasse ich dich nicht hängen, aber geh erstmal mit. Die Gruppe trennt sich dann, die einen suchen weiter nach diesem dämlichen Zug, von dem wir ja jetzt wissen, dass er wichtig ist, obwohl wir nicht wissen, warum wir das wissen. Und Roland und Oi suchen jetzt nach Jake. Und ich muss ganz ehrlich, hat euch das irgendwas gegeben, dieser ganze Teil? Ich fand die Szene in dem Tunnel mit den Fallen und so, die fand ich schön. Das hat mir gefallen. Bei mir ist das ein bisschen schwieriger. Es hat mir nicht viel gegeben, weil ich eigentlich dachte, komm, ich will zum Zug. Ich muss den Zug noch kriegen. Deswegen war mir das jetzt... Ja, eben, es war lästig. Ja, aber wenn ich es zum ersten Mal gelesen hätte, das weiß ich nicht, dann hätte es mir vielleicht besser gefallen. Ich weiß nicht, also ich glaube mich zu erinnern, dass ich das beim ersten Mal auch schon nervig fand. Weil es halt auch alles so plakativ ist. Klar, das sind strahlenverseuchte, strahlenkranke Leute, bei denen halt auch das Hirn schon zu großen Teilen aussetzt. Den ganzen Konflikt unter den Leuten habe ich auch nicht begriffen, was das soll. Egal, es ist einfach nur egal. Ich glaube, dass das mit dem Nicht-Begreifen, was das alles soll, vielleicht Absicht war, weil die es selbst ja nicht mehr genau wissen. Ja. Was ich hübsch fand, war, dass dieser pädophile Pirat ja quasi
als Charakter auftritt, der nichts mehr zu verlieren hat. Und quasi all die Mechanismen, die man, mit denen man logisch rangehen würde an die Lösung des Problems, nicht greifen, weil der hat nichts mehr zu verlieren. Der lässt sich auch keine Logiken ein. Ja, aber der hat ja auch nichts zu gewinnen und das ist das, was mich daran stört. Hätte ich jetzt drauf geschoben, wissen wir erstmal nicht. Hm. Im besten Fall hat er ein Opfer gewonnen, im schlechtesten Fall ist er tot. Was für ihn ja scheinbar auch Wumms ist. Ja. Die Szene durch die Tunnel durch fand ich sehr überflüssig. Ja. Hat mich irgendwie an Futurama erinnert. Ja, nicht mit auch. Mit diesen Leuten in der Kanalisation. Aber nee, so richtig sinnvoll war es nicht. Hm. Ja. Ja. Jedenfalls, Eddie und Susanna suchen indessen nach dem Zug, finden dann auch schon das erste Mal so diese umgekippten Zeichen des anderen Zuges und denken erstmal, das wäre der, aber dann kommt halt raus, nee, es ist doch der falsche und helft mir doch mal. Ich bin in dem Teil des Buches echt ein bisschen, weil... Gibt es da wirklich einen rosa und einen hellblau Zug? Ja, natürlich. Ja, Gott. Ein männlicher und ein weiblicher. Aber seitenverkehrt. Ja, weil es ist ein bisschen verschoben. Genau. Zum Glück. Oder es war Sozialkritik. Nee, weiß, nein, dass das nicht ist. Frage Flo, vielleicht weißt du da mehr als ich. Tic-Tac-Man, hat das einen Sinn oder habe ich ihn nur nicht verstanden? Also die Figur selber. War das Uhrenmark oder... meinst du den Namen oder die Figur? Die Figur mit dem Namen. Also Uhr verstehe ich, weil Zeit ist kaputt. Okay, aber... Ich hab's auch nicht so wirklich kapiert, nein. Aber du erinnerst dich jetzt auch nicht, dass das irgendeine Querverbindung hätte sein können für irgendwas? Nein. Okay. Weil ich suche immer in meinem Gedächtnis und ich finde sie nie, selbst wenn es die gäbe. Ja, ich erinnere mich ein bisschen an The Stand, aber... ja, genau, aber es ja, ist halt der ganze Komplex erinnert mich so ein bisschen an The Stand. Genau, aber das passt nicht übereinander. Was ich verwirrend fand, war, als der das Messer wirft zum Beispiel, wäre ich fest davon ausgegangen, dass der Tic-Tac-Mann ein verschollener Revolvermann ist. Hm, so ein exilgeschickter Gescheiterter. Hm? Genau. Und ich fand's ziemlich schade, dass es nicht so war. Wird das so richtig etabliert, oder dass es nicht ist, oder wird's einfach nicht gesagt? Es kam mir nicht so vor, weil er ja relativ schnell besiegt war. Hm. Besiegt schien. Also zumindest der Theorie würde ich mich durchaus anschließen, aber ich könnte mich nicht erinnern, dass wir das tatsächlich entkräftet hätten. Außer, dass er halt ein Idiot ist. Aber ich meine, der ist ja auch schon mehreren Generationen Strahlenvergiftung ausgesetzt. Ist er das? Der kam mir als einziger gesund vor. Ja, er kam dir so vor, aber ich glaube, wo die Strahlenkrankheit dann das erste Mal ansetzt, das ist wahrscheinlich auch so eine Glückssache. Ich hatte das schon irgendwie so interpretiert, dass der quasi diese, diese Horde der Zombies um sich schart, um in irgendeiner Form an irgendwas zu kommen oder sich selbst so weit in irgendeiner sicheren Umgebung aufzuhalten, um nicht zu erkranken. Um vielleicht ständig in seinem Bunker da unten sitzen zu können, nicht so viel Strahlung abzukriegen und quasi sein Zombie-Fußvolk rausschicken zu können. Ja, okay. Ja. Und was ich persönlich total nett fand, war eben diese Benennung mit dem Tic-Tac-Mann, dass er eine Analoguhr umhat, quasi eine Pendeluhr, was ja als einziges quasi zu funktionieren scheint. Weil das ja, wie soll ich sagen, die Zeit ja nur quasi relativ zu deiner Welt misst. Mhm, ja, das stimmt. Was unterstreicht, dass er quasi in diese Welt gehört, für mich. Klingt das logisch? So logisch wie alles in diesem Buch. Okay. Genau. Ich habe noch mal nachgeschaut, also ich finde wirklich keine Bedeutung für den Tic-Tac-Mann, aber ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich mich an The Stand erinnert fühle. Wegen Richard Fennin. Genau, der Tic-Tac-Mann gibt hier gegenüber Richard Fennin oder Randall Flagg oder wem auch immer, einem RF,
auch eine treue Bekundung. Mhm. Und zwar mein Leben für dich. Genau. Und das ist natürlich auch das, was der Mülleimermann auch genau. Ich sag ja, die ganze Geschichte, dieser ganze Teil in dem Buch könnte mir so gut gefallen, weil er so viele The Stand-Anleihen hat. Ja, das kommt ja in Klaas dann tatsächlich so, wie du es dir wünschst. Ja, aber ansonsten ist Klaas halt scheiße. Nein. Aber gut, naja, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Jedenfalls, Eddie und Susanna haben in der Zeit schon den lustigen Zug gefunden und das Eingabepanel. Sie lässt sich dann von Eddie hypnotisieren, warum er das auf einmal kann, wird auch nicht etabliert. Und erinnert sich dann an diese Geschichte mit den Primzahlen, weshalb sie dann auch letzten Endes den Zug entschlüsseln kann. Und an dieser Stelle muss ich lachen, warum ist ein beschissener Zug im Ende der Welt barrierefreier als die Deutsche Bahn? Weil alles verschoben ist. Das ist doch alles Elend. Ist der denn barrierefreier? Weil der Rollstuhl, der kommt ja gar nicht mit rein. Nee, aber sie wenigstens. Ich würde ja den Scheiß-Rollstuhl nicht mitnehmen müssen. Weil sie getragen wird von anderen Gästen. Wenn du mir auf die Schultern kletterst, ist die Deutsche Bahn auch barrierefrei. Oi. Aber ist euch auch direkt aufgefallen, dass sie den Rollstuhl vergessen haben? Ich habe mir direkt, als sie sich auf den Weg gemacht haben, gedacht, okay, ihr habt da noch was stehen. Und, ja. Ja, ich glaube, ich habe das tatsächlich so als... Also, ich formuliere es mal anders. Die ganze Situation steht ja hier ab hier schon so ein bisschen extrem unter Zeitdruck. Weil der Zug droht ja auch damit, da Giftgas auszulassen und so weiter und so fort. Und es muss jetzt alles ganz schnell gehen. Ich drück's mal so aus. Ich habe ja in meinem Leben oft Fluchtträume. Ne? Also wenn ich schlafe und träume, habe ich ganz oft Fluchtträume. Und was bei mir zum Beispiel der natürliche Effekt ist, wenn ich im Traum vor irgendwas abhaue, lasse ich prinzipiell den Rollstuhl stehen und gehe auf Knien, weil es schneller geht. Mhm. Und deswegen hat sich das für mich so natürlich eingefühlt, dass ich denke, scheiß auf den Rollstuhl. Der hält uns mehr auf, als dass er uns in Zukunft nützen würde. Okay, ich habe gedacht, warum seid ihr so dumm und nehmt den nicht mit? Hier kriegt ihr keinen Ersatz. Zumal das ja jetzt auch voll nicht das Supermodell war. Also das war ja eh mehr oder weniger schon halb im Arsch. Ich meine, die sind mit dem scheiß Rollstuhl durch die halbe Welt gelatscht. Wie toll kann der noch sein? Und sie haben ja eh diese lustigen Tragegurte und Zeug. Also von daher... Ja, okay. Außerdem finde ich, wenn nicht gerade erwähnt wird, dass sie geschoben wird, habe ich zumindest beim Lesen völlig vergessen, dass sie einen Rollstuhl braucht. Ja. Insofern ist mir jetzt auch gar nicht direkt aufgefallen, dass sie den Rollstuhl vergessen haben. Das mag ich eigentlich an der Beschreibung von Susanna. Sie ist ein Charakter und wird eben nicht über den Rollstuhl definiert, genau, wie man richtig sonst oft hat. Ja. Also, dass sie den Rollstuhl hat, das habe ich nicht vergessen. Nur, ich hatte Anfang des Buches vergessen, dass ihr ja die Beine irgendwie ab die Scheibe fehlen. Das war mir nicht mehr parat. Ich wusste nur noch, sie hat den Rollstuhl, dachte irgendwie, sie hat die Beine noch. Aber ja. Was ich halt so cool finde und weshalb ich auch diese Szene so nachvollziehbar finde, es wird gleich am Anfang, als wir diese lustige Bärenjagd machen, etabliert, wie sie sich dort leise anschleicht, zu Fuß. Und dass sie da eigentlich viel effektiver, größere Killermaschine ist, als wenn sie sich darauf selbst angewiesen sein würde, auf diesen Rollstuhl. Und deswegen habe ich das tatsächlich auch in ihrer Worte als ich werde ballastlos empfunden. Ja, das ist einleuchtend. Und wir kommen nun ins Wüsteland. Wie gesagt, Jake wird dann von Roland wieder gerettet und so weiter und so fort. Sie hüpfen in den Zug. Da diesen ganzen Zusammenhang, wie gesagt, das war mir alles zu hektisch und zu dumm. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt im Zug. Der Zug setzt sich in Bewegung. Das Giftgas wird freigesetzt. Und das fand ich ganz hübsch, dass Blaine jetzt in dem Moment die Hologrammwände, sag ich mal, runterfährt, damit sie auch wirklich schön zugucken können, wie die dort draußen alle verrecken. Ja, passt zu dem Zug. Schon. Nein, und auch generell diese ganze Kontrastierung von diesem hochmodernen Zug und gleichzeitig draußen eben dieses wüste Land mit den kaputten Tieren und Zeug, und das fand ich als Kontrast echt hübsch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, so merkwürdig, wie ich das Konzept von Plane eigentlich immer noch finde, an den Szenen hatte ich doch meinen Spaß.
Ja. Was ich an Blaine auch bemerkenswert finde, ist, dass er ja sagt, okay, ich bin hier, um zu dienen. Die Leute haben sich einen Herrscher gewünscht, also diene ich, indem ich herrsche. Die Logik war relativ cool. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich schön. Das ist halt so eine Maschinenlogik. Die ist nett. Ja. Wie steht ihr denn generell zu Blaine? Ich meine, er ist ja eine gespaltene Persönlichkeit. Es gibt den großen und den kleinen Blaine. Wobei ich glaube, das hätte man sich tatsächlich schenken können. Zumal ich dann eigentlich erwartet hätte, dass dann Susanna diejenige ist, die da eher einen Zugang zu ihm findet als jeder andere. Was nicht passiert. Aber für mich hatte das so ein bisschen von Marvin. Ja, auf jeden Fall. Man trifft selten auf Züge mit psychischen Problemen. Ja. Außer bei der Deutschen Bahn. Und warum er jetzt so richtig selbstmordgefährdet ist, habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, das ist so die Verbindung zu Schadig, dass die sich weiter gedrehte Welt die Technik so korrumpiert, dass sie ja eben am Rad dreht. Naja, aber da verstehe ich den Aspekt, ich bringe jetzt meine Passagiere um, aber nicht den Aspekt, ich muss mich jetzt selber wegräumen. Dass er die anderen mitnimmt, ist ja für ihn mehr oder weniger so ein positiver Nebeneffekt, aber nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich hatte das so verstanden, als wollte er sich selbst umbringen, weil er als Maschine quasi nicht damit klarkommt, dass er einen psychischen Defekt hat. Dass also, er quasi so ein bisschen bisschen analog zu Roland, nur anders. Ja, okay, kann ich verstehen. Halt auch wieder dieses, die Welt hat sich weitergedreht, passt nicht mehr rein. Und dann eben noch irgendwo so ein bisschen am Durchdrehen. Aber wieso lässt er sich dann überhaupt auf den Handel ein? Na, weil er Rätsel mag. Wer mag keine Rätsel? Er ist süchtig. Ja, genau das. Naja, auf jeden Fall bieten sie ihm den Handel an, er möchte gerne Rätsel hören und wenn eins dabei ist, das er nicht lösen kann, dann muss er sie gehen lassen. Und ansonsten nimmt er sie mit in den Tod. Und damit endet dieses Buch. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass das nächste Buch nur darum geht, wie sie in dem Zug sitzen und im Zug Rätsel stellen. Glaub mir, es ist viel schlimmer. Oh. Okay. Dieses Schlimmer ist eine Minderheitenmeinung. Aber, da es ist schlecht, dass du der Einzige neben mir bist, der dieses Buch schon gelesen hat. Und bei einer Meinung von 1:1 weißt du, das ist eine Minderheitenmeinung. Ich bin dreimal so groß wie du. Also ihr merkt schon, die Demokratie in diesem Podcast ist gesichert. Aber ich bin ja bereit, mich dieser Meinung zu beugen, sollte sich am Ende von Klaus herausstellen, dass ihr das auch mögt. Ich glaube bloß nicht dran. Ich habe es ewig nicht mehr gelesen, aber ich habe es als nicht so schlechte Erinnerung, deswegen... Naja, da kommen wir in ein paar Jahren zu. Okay. Gut, wir haben die Charaktere durch, wir haben etwas Holpers die Inhaltsangabe durch. Wie gesagt, verzeiht uns das, aber das Buch geht nicht anders zu besprechen, weil es eben so konfus ist. Dann würde ich sagen, rede ich mal kurz über die Symbolik, wenn ihr nichts dagegen habt. Mach das gern. Ich habe ja gerade schon erwähnt, ich nenne Lut und nicht Lut, weil es für mich an den Begriff des Ludismus sich orientiert. Ludismus, sind das die nackten Leute? Nein, das sind die Nudisten. Die Ludisten sind die, die sich nackt an Maschinen binden, beziehungsweise diese Maschinen zerstören. Zu Weberaufstand und so Zeug. Maschinenstürme. Okay. Kannte ich nicht diesen Begriff. Ist insofern ganz witzig, weil wir eben genau hier diesen Punkt haben mit einerseits ist die Technologie dran schuld, dass die Menschheit so in den Arsch gegangen ist. Andererseits geht die Technologie genauso in den Arsch und keiner weiß mehr so richtig, was gut und böse ist und, ne? Das fand ich ganz putzig an dieser, dass man ausgerechnet diese Stadt so genannt hat. Hendrian, bei dir, du hast, glaube ich, so ungefähr verstanden, worauf ich hinaus will, ne? Ja. Gut, hervorragend. Du kannst es aber auch nicht begreiflicher formulieren als ich. Leider nicht. Okay. Ansonsten haben wir hier natürlich voll die Kalter Krieg-Thematik. Wie gesagt, wir haben hier Nazi-Flugzeuge versus Amis und Russen, weil, wie gesagt, Nazi-Flugzeug, aber eben diese ganze Atomkrieg-Diskussion, die ja nun
Trauma der Amis war schon immer. Lustig finde ich auch, dass der Beiname von Shardik Mir ist. Falls euch das aufgefallen ist. Nee, ist es nicht. Ja, aber zu Shardik habe ich auch noch was. Mhm. Dann weißt du, woher dieser Name kommt. Friede Welt. Ist Mir. Also Shardik weiß ich nicht. Nein, also Eddie sagt ja, Shardik, ich kenne diesen Namen, aber ich komme nicht drauf. Watership Down, ne? Ich bringe ihn mit Kaninchen in Verbindung. Es ist vom Autor von Watership Down, also von unten am Fluss. Der hat nämlich ein Buch namens Shardik geschrieben, in dem es um einen Bär geht. Das ist cool. Das ist lustig. Ja, das ist nett. Ja, aber wie gesagt, alleine dieser Beiname Mir, der ja für uns heute da auch so ein bisschen mit den Russen konnotiert ist, was aber eigentlich Frieden bedeutet, aber im Kontext mit diesem ganzen Atomkriegzeug und Wastelands und so weiter für mich so ein bisschen einen anderen Ausgang des Kalten Krieges suggeriert. Das fand ich ganz putzig. Und wie gesagt, ansonsten haben wir halt so die obligatorische Sache, über die wir gerade schon gesprochen haben. Sowohl die Mechanik und die Technik geht zugrunde, aber auch die Menschen. Das eine ist am anderen schuld und andersrum und so richtig weiß niemand mehr die Zusammenhänge. Aber Hauptsache, wir hauen uns gegenseitig im Schädel ein, dann ist alles, wie es gehört. Wie gesagt, Tic-Tac-Man hat mit Garantie auch irgendeine Bedeutung, ich habe sie aber nicht gefunden. Und ansonsten Türen und Schlüssel. Türen sind sowieso die Hölle, das wissen wir alle. Schlüssel macht das Tor zur Hölle auf. Und Hölle baut sich jeder sein eigener, deswegen findet auch jeder in seiner eigenen Tür seine eigene Welt. Gut, soll es zur Symbolik auch gewesen sein. Ich weiß, es ist diesmal dünn, aber alleine für den Gag mit Lot, dachte ich mir, lohnt sich das. So kennst Sachen wie, dass es 12 Türen gibt, warum ausgerechnet 12? Wurde da schon in anderen Folgen drüber geredet? Nee, tatsächlich nicht, aber ich glaube, das ist einfach nur dümmste Küchentisch-Mythologie, weil Sternkreiszeichen und Gedöns und okay. Rad und so. Und es ist doch immer 12 oder 19 oder irgendwie so Quatsch. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht irgendwie sowas wie 19 Primzahlen waren, sondern 25. Mhm. Und auch die 13 habe ich nicht verstanden, warum bei Jake auf einmal die 13 wichtig ist, aber ja, hat bestimmt irgendeinen tieferen Sinn. Genau. Ja, Verknüpfungen haben wir eigentlich auch nicht sehr viel in diesem Buch. Also natürlich haben wir viele Verknüpfungen, weil der dunkle Turm mit allem verbunden ist. Aber also tatsächlich in diesem Buch gibt es eine Verknüpfung zu In einer kleinen Stadt. Mhm. Und zwar eine, die im Deutschen nicht gut rüberkommt, weil sie unterschiedlich übersetzt wurde. Es ist nämlich wieder The Coming of the White, das hier übersetzt wurde mit Das Weiße kommt. Was, ja, ich bin halt, ja. Die Ankunft des Weißen. Ja, die Ankunft des Weißen ist da unmissverständlich. Nein, missverständlich, nein, warte, also Dings. Ist da besser ausgedrückt. Genau. Ja. Ansonsten, da weiß ich aber nicht, ob du mir da zustimmst. Ich glaube, das ist Zufall. Nein. Was? Ich sage extra, es ist Zufall und du sagst nein. Ja, wir hatten nein, das schon. Die Realität ist immer ganz leicht verschoben. Mhm. Nein, es gibt ja hier Erwin Diepenow, das ist der Typ im Buchladen. Und er ist verwandt mit Ed Diepenow aus Schlafhut. Zumindest würde ich ihm das jetzt einfach unterstellen. Kann aber auch sein, dass das einfach ein sehr gängiger Name dort unten ist. Und die Wastelands-Monster haben mich wieder an den Nebel erinnert. Aber das liegt an mir. Ansonsten haben wir noch Verknüpfungen in die echte Welt. Einmal Twilight Zone wird erwähnt. Das Ganze erinnert natürlich auch sehr an Tolkien. Außerdem, wie schon erwähnt, Watership Down, beziehungsweise den Autor davon. ZZ Top gibt's natürlich in der echten Welt. Und Charlie die Lokomotive gibt's ja in der echten Welt auch. Und New York auch. Ja, behaupten sie zumindest. Blöde Frage, ist der erwähnte Grasesser eine Anspielung auf den Rasenmähermann? Nein, aber auf den ersten Teil. Das ist, okay. Bei uns wäre die Entsprechung Haschspritze. Ah. Es gibt so ein Teufelsgras, was man kauen kann, was halluzinogen, glaube ich, wirkt. Auf jeden Fall berauschend. Genau. Ich verstehe. Aber ich mag, wie du denkst. Gut. Gibt es sonst noch Verbindungen oder irgendwas zur Ergänzung dazu? Achso, natürlich, wie gesagt, ich habe persönlich immer das Haus mit dem Haus aus Salem's Lot verknüpft. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir hier einfach zwei alte, verfallene, vernagelte Geisterhäuser haben. Gut. Haben wir denn hierfür Verwertungen?
Ja, es gibt ja die Dunklen Turm-Comics, aber die basieren ja nur sehr lose drauf, also nicht direkt als Adaption. Mhm. Ansonsten Hörbücher in Deutsch und Englisch oder nur Englisch? In Deutsch und Englisch gibt es Hörbücher. Und ja, ansonsten aber nichts, weil über den Film reden wir nicht. Es gibt keinen Film, es gab nie einen Film. Nein, zum Glück nicht. Gut. Dann bleibt mir eigentlich erstmal nur zu fragen, auch wenn ich wenig Hoffnung habe, habt ihr denn Zitate? Ja. Dann sprich. Der milde, würzige Geruch alter Bücher drang in die Nase und dieser Geruch war wie eine Heimkehr. Okay. Ich hatte tatsächlich eins mir markiert und vergessen rauszuschreiben. Kann ich nachreichen? Ja. Jo. Wir hatten vor uns die Diskussion mit Thomas Wolfe. In welchem Kontext war das gleich nochmal, Flo? Mit dem Gesicht des Vaters vergessen. Genau, denn hier haben wir nämlich ein Zitat, das da wunderschön passt. Zur Verschmelzung der Welten. Er betrachtete das Buch und war nicht im geringsten überrascht, dass es sich um Es führt kein Weg zurück von Thomas Wolfe handelte. Auf dem dunkelroten Einband waren drei Symbole geprägt. Schlüssel, Rose und Tür. Er blieb kurz stehen, schlug das Buch auf und las die erste Zeile. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste, hatte Wolfe geschrieben, und der Revolvermann folgte ihm. Ansonsten, vielleicht würde er jetzt ewig leben. Bei dem Gedanken war ihm wieder rundrum nach Schreien zumute. Ich unterschreibe das. Hendrian, hast du auch welche? Es gab so viele lustige Zeilen, nein. Gut. Nennt mich Fennen, sagte die grinsende Erscheinung. Richard Fennen. Das stimmt zwar nicht genau, aber ich glaube, für den amtlichen Papierkram wird es genügen. RF. Aber da sind wir auch schon öfter drauf eingegangen, was RF bedeutet. Genau. Das werden wir auch noch öfter machen. Da hatten wir schon einige Leute mit diesen Initialen. Echt? Ja, aufgefallen. Genau. Und ansonsten einen letzten habe ich noch. Töte, wenn du willst, aber befiehl mir nichts. Das soll es dann von meiner Seite mit Zitaten auch gewesen sein. Habt ihr noch was? Nö. Nee. Gut. Oi. Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde sagen, Hendrian, fang du an, weil du bist ja in dieser Reihe relativ neu. Wie gesagt, wir bewerten von 0 bis 19. 0 bis 19, dann würde ich 15 geben. Okay. Lieber Flo, du hast mehr Kontext. Ja, das macht es auch nicht einfacher. Es gibt Sachen, die mir besser gefallen als 3, aber 3 war für mich halt so konstant mehr in sich gefestigt. Hier ist es doch sehr, sehr auf und ab. Und ich gebe, weil es ein paar richtig schöne Momente gibt, gebe ich 14 Punkte. Mhm, okay. Jonas? Ich hatte echt viel Spaß an diesem Buch. Es gab vielleicht ein paar Tiefen, aber die habe ich eigentlich ziemlich überlesen. Ich gebe 17 Punkte. Mhm. Ich würde mich so ein bisschen zwischen euch einsetzen. Ich gebe 16 Punkte. Für mich hat das Buch wahnsinnig schöne Momente und es hat wahnsinnig viele Momente, die mir unglaublich auf den Sack gehen. Aber da ich weiß, wie es weitergeht und dass es noch viel schlimmer wird, habe ich an diesem Band noch durchaus viel meinen Spaß gehabt. Und alleine schon wegen euch ist es sehr viel Liebe. Deswegen 16 Punkte. Lest es passt. Es ist auch in sich noch geschlossen. Es ist eigentlich ganz hübsch. Und wie gesagt, gerade wenn man es das zweite, dritte Mal gelesen hat, im Kontext des ganzen Turms, hat das unglaublich viele winzig kleine Andeutungen, die man, glaube ich, beim ersten Lesen wirklich gar nicht begreift und gar nicht zu würdigen weiß oder auch gar nicht sieht. Deswegen, gutes Buch, macht Spaß, kann man lesen. Auch wenn es eben einige nervige Momente hat. Das ja, aber wie kannst du bei diesem Ende von sich geschlossen reden? Genau das wollte ich gerade sagen. Es ist aber in seiner Abstrusität geschlossen. Es ergibt ja alles insgesamt einen Sinn. Nein. Also ich muss sagen, mich hat das Ende nicht gestört. Mich auch nicht, deswegen. Nein, gestört hat es mich überhaupt nicht. Ich mag aber, das Cliffhanger-Ende. Aber geschlossen ist es damit nicht. Ja, genau. Wir wissen aber in diesem Band genauso viel wie vorher, wo wir angefangen haben. Wir sind in einer tödlichen Bedrohung, diesmal durch was anderes. Wir haben jetzt das komplette Team komplett, aber wir sind im Prinzip jetzt nicht weiter, als wir bei 3 waren.
Ja, okay, ich verstehe das. Es ist eine abgeschlossene Geschichte, die sich in eine größere Rahmenhandlung einbettet. Und in dieser kleine Teil des Ganzen ist von der Sache her so abgeschottet, dass er rausgenommen werden könnte, relativ ohne Probleme. Deswegen ist er in sich abgeschlossen, für mich. Ja, okay. Kann ich mich mit abfinden. Wie gesagt, von Logik redet da. Keiner. Logik unterstelle ich dem Ganzen auch nicht. Okay. Dann, wenn ich nichts vergessen habe, fällt euch noch was ein, was ich vergessen haben könnte? Wir könnten dem Hendrian noch Danke sagen und dann machen wir Feierabend für heute. Sehr gut. Feierabend. Es war wundervoll, dass du dabei warst. Danke, dass du auch so kurzfristig eingesprungen bist. Sehr gerne, das hat echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, du kannst uns auch gerne beim Turm weiter begästigen, wenn du das möchtest. Wäre ein Plan, ja. Wir kümmern uns drum. Ansonsten geht es bei uns in diesem Format weiter mit Dolores. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin gespannt. Ansonsten mit dem Dunklen Turm geht es dann im neuen Jahr erst weiter. Von daher, die Dinge kommen, wenn sie kommen. Wir wissen ja, dass die Zeit kaputt ist. Von daher, liebe Hörerschaft, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch, lieber Hendrian, fürs Mitmachen. Gerne. Ich danke dir, lieber Jonas, dass du uns auch diesmal wieder durch die Folge begleitet hast. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich danke dir, lieber Flo, dass du mir diesmal verhältnismäßig wenig widersprochen hast. Das sehe ich anders. Und liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns demnächst. Ihr könnt gerne im neuen Jahr bei uns zu Gast sein, wenn ihr das möchtet. Guckt einfach in die Leseliste, was da noch frei ist, könnt ihr gerne übernehmen. Ihr braucht nichts weiter, nur Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak lieber ist. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, dann schreibt uns einfach an, wir kümmern uns dann um die Quellenlage. Ansonsten war mir eine Ehre und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ciao! Tschüss! Tschüss.